In your country exist so-called deep underground military bases. Wir werden von Satanisten hier beherrscht. And some of them they praise the devil himself. Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Ja. Wenn man die Bibel kennt. Mit dem Aluhut auf dem Kopf. Good morning in the morning. Filme über Verschwörung. Oh, ich habe Aluhut auf dem Kopf, das wusste ich gar nicht. Der Tag kommt. Ich bin ganz anderer Meinung. Diese ganzen Lügen, die da oben haben versaut. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich jetzt von Menschen als verrückt hingestellt werde. Es wird sich alles zeigen. Es tut mir so weh in meiner Seele. Ich glaube nicht an Corona, das ist halt einfach so. Geht mal googeln. Herzlich willkommen zum Seid schlau. Macht es sofort. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich bin die Kehle. Danke. Kehle. Horst. Mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. Macht ruhig so weiter. Uns freut es. Der Tag Lübbel kommt. Auf den roten. Auf den roten Knopf. Mache ich das auch? Weil auch wenn es Dinge zu klären gibt, klären wir die doch jetzt einfach live on camera, oder? On the air tonight. Wie zum Beispiel die üblichen Klärungsdinge, mit welchem Film das mal anfangen oder so. Aber jetzt, weil wir ja einen Gast haben, heute Tele-Stammtisch, Entschuldigung, Telehorst 25, haben wir uns wieder jemanden eingeladen. Wer ist denn heute in der Kiste? Ach, das war jetzt die Einleitung schon? Ja. Oh ja, Siehst du mal, wie das funktioniert? Mensch. Ja, hier ist der Paul. Hallo. Hallo. Hey, Paul. Mensch, mit welchem Gerät bist du denn angekommen? Mit welchem Gerät? Nicht drauf eingehen, das ist eine Falle. Verdammt. Okay. Ja, wir haben Paul heute praktisch mehr oder weniger gezwungen mitzumachen. Und uns seinen liebsten Verschwörungsfilm mitzubringen. Mhm. Und er hat wahrscheinlich die beste Wahl getroffen. Aber bevor wir da jetzt drauf eingehen, begrüße ich auch noch natürlich Stu und Andi. Hallo. Guten Abend. Ich möchte mich hiermit bei den Zuhörern entschuldigen für meine schlechte Tonqualität beim letzten Mal. Wie das du ja schon gesagt hat intern, ich war im Westflügel. Heute bin ich wieder im Tonstudio und ich hoffe, die Tonqualität ist wieder exzellent. Entschuldigung fürs letzte Mal. Und ich möchte noch anmerken, dass ich es sehr schön finde, dass wir jetzt schon Horst 25 haben. Hm. Wir haben im März angefangen. Ja. Und haben ja 25 Ausgaben bislang geschafft, plus Specials. Also, danke, danke. Ja, da hätten wir uns jetzt eigentlich mehr Gäste einladen müssen. Schon allein nur wegen dem Applaus, damit alles ein bisschen nach mehr klingt. Aber ich freue mich echt, dass wir mit Paul jemanden haben, der tatsächlich, ich würde sagen, in den letzten 6 Monaten doch zu einer der aktivsten Personen in dem ganzen Telestammtisch-Umfeld geworden ist. Ne? Ja. Ich habe mit Paul auch viel gemacht beim Telestammtisch. Oh ja. Das war immer schön. Ich würd sagen, der Paul hat sich das auch ordentlich verdient. Ne? Wenn das die Belohnung ist für viel Arbeit beim Telestammtisch, dass du einmal beim Horst zu Gast sein darfst, das ist echt ein bisschen übel. Ja, aber gut, mit was soll man sonst bieten? Keine Ahnung, wir haben weder einen Patreon-Account noch sonst irgendwas, noch werden wir gesponsert. Wir werden einfach nicht gesponsert. Also von dem her, mit Geld können wir dich nicht überhäufen, Paul, aber dafür mit bisschen Sendezeit. Und es gibt natürlich auch den Ehrenhorst. Ja, du bist jetzt offizieller Ehrenhorst. Und kommst damit in unsere Themenliste. Das heißt, es wird nach dieser Aufnahme wird dann ein Themenreiter existieren, der heißt für den Ehrenhorst. Und dann kann es sein, dass wir dich eines Tages fragen, Paul, nenn mal 3 Filme, die wir besprechen sollen. Mhm. Also das ist echt so ein kleines Zuckerl. Vielleicht kriegst du auch mal eine Horst-Tasse zu Weihnachten. Genau, ja. Wenn wir die mal machen. Die hat dann unten ein Loch drin. Nee. Aber Paul ist ja heute unser 4. Mann, von dem her. Ja. Ach Gott, ich. Das 4. Rad im Wagen. Das wäre eigentlich eine gute Überleitung. Oh, stimmt. Ja, aber leider haben wir die goldene Regel, der Gast filmt immer zum Schluss. Ja.
Ja, und heute ist es natürlich auch sehr angebracht, denn wir haben ja schon im Vorgespräch geklärt, hätte ich den Paul noch nicht gekannt, wir haben aber doch schon ein paar Filme besprochen, aber hätte ich ihn erkannt, gekannt, wäre durch seine Filmauswahl mir sofort auf den Schlag sympathisch geworden gewesen, aber war es schon vorher. Haben wir denn eigentlich zu unserer letzten Folge ein bisschen Resonanz bekommen? Ich habe so irgendwie im Hinterkopf, dass zumindest irgendwie privat Stu von einem Freund über Facebook angeschrieben worden ist, was, dass wir uns wirklich Bad of the Dead angetan haben oder irgendwie sowas? Ja, genau. Ja. Ein Bekannter von mir, der hat Bad of the Dead tatsächlich beim Fantasy Filmfest gesehen damals und war überrascht, dass wir den besprechen. Weil er halt so scheiße ist, wie er sagt. Ich finde es gerade echt sehr verwunderlich, dass der auf einem Filmfestival gelaufen ist. Also ich habe auch Resonanz gekriegt, weil ich muss ja sagen, es war jetzt nicht die stärkste Folge von den Filmen, aber ich bin dann mal irgendwie hier so ein bisschen durch den Park spaziert, hier während Quarantäne kann man ja sonst nicht viel machen, bin ich durch den Park spaziert, hat sie mir nochmal auf dem Kopfhörer angehört und die Leute haben mich ein bisschen doof angeschaut im Park. Also ich habe da auch Resonanz gekriegt, weil ich bei der Zusammenfassung von Killersofa musste ich die ganze Zeit so lachen und wenn du halt einfach in Jogginghosen und Trenchcoat durch den Westpark läufst und die ganze Zeit so komisch in dich reinlachst, da wirst du schon ein bisschen komisch angeschaut. Aber genau das Gleiche ist mir an der U-Bahn passiert. Da musste ich auch, also halt ein bisschen länger auf die Bahn warten und hatte dann auch, glaube ich, diesen Teil, wo wir wirklich krampfhaft versucht haben, das Killer-Sofa zu dechiffrieren, was uns echt nicht mal ansatzweise gelungen ist. Von dem her muss ich ja sehr lachen. Ja. Ja. Was mir gerade spontan einfällt, schönen ersten Advent euch allen. Oh. Ja. Oh ja. Danke. Stimmt. Da muss ich hier gleich mal eine von meinen 4 Zigaretten anzünden. Hast du die 4 hingelegt in verschiedenen Längen? Genau. Das ist ja jetzt anscheinend der neueste heiße Scheiß, dass praktisch Adventskränze gibt, die verschieden große Kerzen haben, damit die praktisch am 4. Advent alle in etwa auf gleicher Höhe runtergebrannt sind. Alter. Okay. Aber hey, ganz ehrlich, die Menschheit, das ist Evolution, würde ich sagen. Da musst du aber auch jede Kerze dann nur eine bestimmte Anzahl an Stunden brennen lassen. Du, ich weiß es nicht. Da steckt eine Wissenschaft dahinter, glaube ich. Ich bin halt so null traditionell, keine Ahnung. Das stimmt. Wir versuchen gerade ein Crossover hinzubekommen mit den Damen von Boos, Boops und Blockbuster. Schöne Grüße. Und wir wollen über Weihnachtsfilme reden. Es ist echt schwer gewesen, Max auch nur irgendeinen Weihnachtsfilm schmackhaft zu machen. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Ihr könnt mir ja mal Weihnachtsfilme vorschlagen. Also nicht ihr, sondern, oder ihr auch, alle, die das jetzt hören. Was gibt's für Weihnachtsfilme, die jetzt nicht unbedingt in jeder fucking Liste irgendwie vorkommen? Ich würde dir wirklich diesen Fernsehfilm Single Bells empfehlen. Nee, der ist wirklich gut. Ich habe schon überlegt damals, das ist aber jetzt auch schon länger her, da kam dieser Film mit so ein Zweiteiler, das ist echt ein Fernsehfilm, Zweiteiler mit Pastewka und Christoph Maria Herbst und den fand ich komischerweise sehr amüsant. Ja, zwei Weihnachtsmänner. Zwei Weihnachtsmänner mit dem Typen, der die Poolnudeln verkauft. Aber ich glaube, den weiß ich jetzt auch, keine Ahnung. Das ist eher Guilty Pleasure wahrscheinlich. Ja, heute kam auch, glaube ich, unsere Besprechung, Stu, zu Fat Man, also diesjähriger Weihnachtsfilm mit Mel Gibson kommt jetzt raus, dann auf Video on Demand am 4. Dezember. Kleiner Tipp am Rande. Ob es jetzt ein großer Tipp ist, Mai, kann man sich schon anschauen. Ach, ich habe den jetzt auch gesehen und ich finde, der hat schon was. Jo. Er ist halt ganz anders als erwartet. Mhm. Aber er ist nicht uninteressant, muss man sagen. Ja, ja. Ja, gut, aber wenn er anders ist als erwartet, dann ist er wenigstens überraschend. Hm. Ja, und ich glaube aber, das wird vielen Leuten nicht gefallen, weil er halt eben auf eine Art überraschend ist, die die meisten wahrscheinlich so nicht wollen. Die wollen halt, dass Mel Gibson als Santa Claus 90 Minuten lang irgendwelche Leute umnietet und das ist halt nicht der Fall. Aber lass uns doch vielleicht mal über das heutige Thema reden. Ja, ich wollte gerade als Überleitung stecken, die meisten Leute wollen ja auch nicht von Bill Gates gechippt werden, von dem her. Habe ich hier wieder die Überleitung versaut? Ich verstehe langsam, egal, warum der Max so muffelig ist. Ich bin doch nicht muffelig. Ich bin. Mir geht's doch total toll. Also, heute geht's um Aluhüte und Verschwörungstheorien in Filmen. Und da in Filmen sehr selten Leute Aluhüte tragen, ich glaube, in keinem unserer 4 Filme kommt Aluminium überhaupt vor. Nee. Haben wir uns einfach für die Klassiker entschieden und wirklich, ich würde sagen, querbeet durch alle Genres haben wir
ohne es abzusprechen, so ein großes Potpourri an Filmen abgedeckt. Denn wir haben im Bereich Spaß und Comedy Zoolander, dann ein bisschen Spaß und Satire. Was sind die Canadian Bacons eigentlich? Spaß und Satire, ja. Spaß und Polizatire, Canadian Bacon. Oder wie er in Deutschland heißt, unsere feindlichen Nachbarn. Mhm. Dann kommen wir vom Polit-Satire zu politisch Kriegsfilm, Drama, Mystery-Thriller zu Jacob's Ladder. Und dann die Lieblingskategorie, die nennen wir Filmklassiker. Filme, boah, die andere Filme, die, ja, der dritte Mann. Ja. Ah, das hat mich sehr gefreut, weil das ja auch ein ziemlicher, also es hat irgendwie sich stimmig angefühlt, nachdem wir letztes Mal auch Dr. Caligari besprochen haben. Das ist so ein, also wir haben ja viele Quatschfilme und letztes Mal auch Trashfilme gehabt und heute auch so ein bisschen Komödien und so, aber trotzdem haben wir auch jetzt so, ja, so Meilensteine der Filmgeschichte und jetzt so von den 20ern, die 40er und so. Mich freut es. Als nächstes müssen wir irgendeinen Klassik aus den 60ern nehmen. Vielleicht Außer Atem? Ich hab's schon, ich hab's so ein bisschen versucht zu justieren. Ich hatte auch das eine oder andere noch auf der Liste, aber dann habe ich schon gesehen, aha, wir haben hier schon mit Zoolander und jetzt vielleicht Canadian Bacon schon das eine oder andere, was in die Richtung geht, wo ich auch noch Filme hier auf der Liste stehen hatte. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja komm, gönnen wir uns doch jetzt noch eine Minute. Was haben wir denn noch so auf der Liste gehabt? Das interessiert doch auch. Also ich habe ja, weil Canadian Bacon jetzt doch nicht ganz so einfach zu finden ist, was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Ja, ich habe jetzt eine DVD von Canadian Bacon, danke dafür. Ja, oh. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, aber dazu später. Nee, und ich wollte dann, nochmal umswitchen. Ich hatte ja, weil da, den will ich auch mal wieder sehen, weil ich letztens den Comic wieder gelesen habe, und zwar Watchmen, kam mir auch noch irgendwie unter Verschwörung Listen irgendwie, und dann wollte ich einen Film nehmen, das hätte ich auch spannend gefunden, weil dazu haben wir noch gar nichts und da bin ich mir auch nicht sicher, wie der Max in dem Genre aufgestellt ist. Ich werde zu oft genannt. Ja. Ich werde zu oft genannt. Zu oft ich genannt. Dachte, wie wäre es denn mal mit einem Film aus dem Marvel-Universum, und zwar Captain America 2 Winter Soldier. Ja, aber das ist doch auch der Gute. Das ist doch der Gute. Eben, das ist ja einer, wo ich gedacht hätte, okay, den können wir uns noch antun. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht dem Genre und der ganzen Serie da so abgeneigt, aber es gibt deshalb doch durchaus kontrovers, diese ganze Filmreihe. Was heißt kontrovers? Also, ja, ich würde mir kein Poster aufhängen, aber ja, ich hätte ihn sicherlich mitgenommen. Hast du den, schon gesehen? Nee, ich habe, also, obwohl es könnte unter Umständen sein, dass ich den schon gesehen habe. Ich habe schon irgendeinen Captain America gesehen, aber ich weiß, ich kann die nie auseinanderhalten. Also meiner Meinung nach ist es schon auch einer der besten. Wenn Hulk nicht mitspielt, weiß ich nicht, für mich schauen alle gleich aus, außer Hulk. Das ist auf jeden Fall, finde ich, einer der interessantesten und auch besten dieser ganzen Reihe. Mhm. Was habt ihr denn noch so? Ja, also mir ist es tatsächlich schwer gefallen. Ich habe es schon im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben, gesagt. Ich hatte wirklich mir schon so eine Auswahl gedacht, ey, über die Filme will ich auf jeden Fall reden. Und dann hat keins zu diesem Thema gepasst. Ich habe da erst noch an sowas gedacht. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Großer Science-Fiction. Und habe gedacht, ja, ist ja auch irgendwie eine Verschwörung. Ich hatte auch Escape from Tomorrow. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Ist das so, der im Disneyland gedreht worden ist? Richtig, genau. Ja, der ist toll. Wo so ich hatte dann aber eigentlich keinen Bock, den nochmal so richtig zu gucken. Ich weiß auch nicht, obwohl er hier steht. Und was ich auch noch hatte, weil ich eigentlich irgendwie einen Lieblingsregisseur von mir hier einbringen wollte, statt der Frauen. Aber ich habe es dann gelassen, weil ich mich dann, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen, da hätte ich dann so die Verschwörung so ein bisschen zurechtbiegen müssen. Aber statt der Frauen ist, glaube ich, ein Film, den mochte ich ganz gern. Ja, ich mag ihn auch sehr. Da hätte ich nichts dagegen gehabt. Waren mit so viele Frauen drin. Ja, das Lustige ist, man kann sich da einiges dazu wünschen. So viele Städte. Ich habe letztens nämlich mit einem Kumpel, weil der irgendwas sehen wollte, wo es einigermaßen kracht hier, weil ich meine Home-Video-Anlage so ein bisschen aufdrehen wollte, dann haben wir uns hier Godzilla angeschaut. Dann dachte ich mir schon auch, also das ist auch ein Verschwörungsfilm. Ich meine, die versuchen das ja alles zu verdecken. Kann ich auch nehmen. Ja. Aber da hatte ich auch keinen Bock drauf. Irgendwie so richtig. Ja, das ist sowieso, also man kann es schön hier weit fassen, kann man es auch. Also ich habe mich auch vorher im Internet so durch verschiedene Listen gekämpft, aber irgendwie hatte ich auf keinen von den Listen Bock. Und sowas offensichtlich wichtig ist, wie, keine Ahnung, Matrix oder Truman Show wollte ich nicht nehmen. Ja, stimmt. Aber willkommen in unserer Welt. Independence Day.
Willkommen in unserer Welt, Paul. Das ist es, wenn wir das neue Thema wissen, ist das Erste, was wir machen, auch erstmal Internet gucken, dann, was gibt's denn da alles überhaupt? Ja. Und wir hatten es jetzt bei der letzten Folge mit den Möbeln wirklich so, dass wir während der Folge uns wirklich in den Arsch gebissen haben, weil wir da, ach, furchtbar. Ja, man sieht den Baum vor lauter Wald dann immer nicht, gell? Oder so. Ja, ist richtig. Ja. Ich habe mir die letzte Folge auch in Vorbereitung angehört, natürlich. Hm. Und ich habe auch, also ich habe auch während des trotzdem hier. Überlegt, aber mir ist. Mir ja, da kannte ich ja das Thema schon. Entschuldigung, ja. Ich kann. Ja. Stu, hast du noch einen Geheimtipp? Außer was du mir auch wieder, weil du dachtest, dass ich es nicht anschauen will, der Staatsfeind Nummer 1. Hm. Ja, tatsächlich. Also ich hatte den Staatsfeind Nummer 1 auf der Liste, den ich sehr schätze. Ja. Ich hatte die 3 Tage des Kondors von Sidney Pollack noch und das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen. Und ich dachte mir halt im Vorfeld, weil wir bei uns ist halt so, wenn die Aufnahme zu Ende ist, dann wird dann schon so ein bisschen geredet und diskutiert, was könnte man denn nehmen. Und das war beim letzten Mal halt so, wahrscheinlich so als Nachwehe von Killer Zoe von Bed of the Dead, dass das sehr ernste Filme waren. Und dann dachte ich mir so, warte mal, Zoolander. Und dann habe ich einfach Zoolander genommen und ich bin dann jemand, der nicht dann nochmal länger drüber nachdenkt, sondern einfach so, das nehme ich jetzt zack, Ende aus Mickey Mouse, weil ansonsten könnte ich mich dann auch, glaube ich, tagelang damit verbringen, irgendwas mir auszudenken, was dann irgendwie außergewöhnlich oder ganz toll ist. Aber ich bin mit meinem Pick ganz zufrieden, denn wie schon zu Beginn gesagt, dieser Folge, die wahrscheinlich sehr lang werden wird, finde ich, ist es eine echt coole Auswahl. Ja. Also ich bin auch super zufrieden. Ich hätte ich habe eigentlich nur düstere Filme noch gehabt. JFK wäre auf meiner ist mir eigentlich sofort eingefallen, aber keine Ahnung, ich hatte jetzt, glaube ich, genug Oliver Stone in diesem Jahr mit einem Film. Und und Arlington Road. Ja. Den musste ich heute auch denken, weil ich habe heute Jack of Slater geguckt mit Tim Robbins. Und ich würde ja dann auch gern mit der Tim Robbins Überleitung vielleicht wirklich gleich in Jack of Slater reingehen, oder? Ja, gerne. Weil mein dritter Pick wäre gewesen, Männer, die auf Ziegen starren. Und da haben wir dann irgendwie so eine Mischung aus Arlington Road und Männer, die auf Ziegen starren, ist gleich Jack of Slater. Hat mich sehr gefreut. Ich habe gesehen, der war schon seit wann gibt's Movie Break? Ich weiß nicht, seit wann bin ich bei Movie Break? War der irgendwie auf meiner Watchlist da? Und jetzt habe ich das abgehakt. Das war auf jeden Fall meine Erstsichtung. Deswegen danke dafür, Max. Meiner auch tatsächlich. Das ist echt? Auch so ein Film, der seit Ewigkeiten so in meinem Gehirn rumgeistert, weil es gibt ja so diese Bilder, die sehr bekannt sind, also dieser Typ ohne Augen und so. Und der wurde ja ist auch in ganz vielen Bestenlisten, wenn es so um psychologischen Horror geht. Und dann habe ich ihn mir heute wirklich angeguckt, heute Nachmittag. Ja, und es gab doch auch mal so ein Remake, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und seitdem wollte ich das Original auch mal sehen, glaube ich. Und dann habe ich immer den Trailer wieder geschaut und irgendwie habe ich jedes Mal immer gedacht, also man weiß es ja vorher nicht, aber ich dachte immer, Alter, da bin ich jetzt nicht in der Stimmung. Und gut, wenn man dazu gezwungen wird und sich dann. Aber es ist unglaublich verständlich, für diesen Film nur selten in Stimmung zu sein. Ja. Jetzt fällt mir nämlich noch ein, dass ich fast Dark City auch noch mit auf die Liste genommen hätte, den ich auch saugern mag, aber für den ich ebenso fast, keine Ahnung, echt super selten in Stimmung bin. Und bei Jacob's Ladder ist es eigentlich auch so. Ich würde fast behaupten, der ist 3 Filme in einem oder so. Dark City. Ach, Entschuldigung. Gott. Ich habe nur diesen Hauptdarsteller von Dark City. Ich habe letztens auf Netflix irgend so eine Romantic Comedy mit Kate Winslet und Dings geschaut und Verrückt nach Mary, wie heißt sie? Egal. Und da ist dieser Rufus Sewell, oder wie der heißt, der so komisch aussieht dabei. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich diese komische Fresse? Und das war Dark City. Danke. Ah, Gott. Ich muss sagen, also ich wusste halt nicht, worum es in Jacob's Ladder überhaupt geht. Mhm. Ich muss danach aber sagen, dass ich finde, dieser deutsche Untertitel In der Gewalt des Jenseits ist eine ziemlich Unverschämtheit, weil er dir relativ offen suggeriert, was das Ende eigentlich ist. Ich finde es sehr schade, dass ich den Film
ja, ich weiß nicht, vor 5 Jahren oder 6 Jahren habe ich den das erste Mal gesehen, als da praktisch diese Streaming-Dienste aufkommen. Da habe ich halt mal MaxDome ausprobiert und hatte dann Jacob's Ladder gesehen und Dead Ringers von David Cronenberg. Und die beiden Filme habe ich jetzt in meinem Kopf vermischt und die ganze Zeit darauf gewartet, wann endlich aufgedeckt wird, dass Tim Robbins noch einen Zwillingsbruder hat. Von wem ist der nochmal Jacob's Ladder? Ich hatte nämlich auch während dem Schauen Adrian die ganze Zeit... Lyne oder Lynn, der okay. hat so vor 9,5 Wochen gedreht, unter anderem oder Flashdance. Okay. Und ich sag eines schon vorweg, der Film hat mir sehr gut gefallen, aber ich glaube, mit einem anderen oder besseren Regisseur wäre das ein Meisterwerk geworden. Ja. Ich hatte auch immer so, eben weil du Cronenberg genannt hast, wegen diesen Visionen und ein bisschen David Lynch auch immer gedacht und so. Ich fand es eigentlich eben, weil du, ich habe auch mal geschaut, wer den gedreht hat und was der sonst so gemacht hat, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass der aus der Ecke kommt. Sondern vielleicht ja, ich meine, da müssen wir jetzt mal echt die Filmografie von diesem Adrian Lyne. Erstens mal, er ist an dem schönsten Tag der Welt geboren, nämlich am 4. März, sagt mir Wikipedia. Dann hat er Flashdance gemacht, 9,5 Wochen, eine verhängnisvolle Affäre, ein unmoralisches Angebot, Lolita und Untreue. Was dann auch ein bisschen okay. erklärt, dass die Hauptdarstellerin in Jacob's Ladder sehr oft obenrum frei gefunden wird. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Da ist da ein kleiner Schlingel hinter der Kamera. Aber ich fand jetzt nicht, dass er das irgendwie besonders hat. Nee, das nicht, aber ich meine, keine Ahnung, wir wissen ja nicht. Die Kamera hält da drauf, aber er steht in einem anderen Winkel dahinter und schaut ja vielleicht die ganze Zeit auf die Lapislazuli und dann... Wir wissen es ja nicht. Ich würde den Film aber jetzt weniger als so voyeuristisch bezeichnen, sondern eher als zwanglos freizügig. Ja, nennen wir es doch so. Sie ist ja auch eher der Freigeist in dieser genau, Geschichte. Genau. Weil er hat ja anscheinend, um was geht's? Wir haben einen Vietnam-Veteran, der heißt Jacob Singer und wird von Tim Robbins gespielt. Und ja, Vietnamkrieg, wir sehen am Anfang die Sequenz, da ist ein Angriff, ein hinterhältiger Angriff vom Vietcong und Jacob Singer und seine 7, 8 Kameraden in diesem Bataillon werden halt da eingekesselt und einer nach dem anderen stirbt, aber sie sterben jetzt nicht so, dass sie irgendwie abgeknallt werden. Die eine Hälfte wird abgeknallt, der anderen explodiert irgendwie der Kopf und ja, dann haben wir einen harten Cut und dann ist er auf einmal kein Vietnamkrieger mehr, sondern Postbote. Und dann, ja, befindet er sich, warte mal, wie fängt es an mit der U-Bahn? Da ist er in der U-Bahn und sieht irgendwie so ganz komische Gestalten, die sich komisch verhalten. Er kommt irgendwie nicht mehr aus dem U-Bahn-Schacht raus, weil da alles zu ist. Und typisches Mystery-Setup sozusagen. Eine Person streunt allein durch die engen, dreckigen Gassen in New York. Und ja, und dann kriegen wir halt über die Zeit irgendwie mit, dass er immer wieder unter Halluzinationen leidet, er komische Gestalten sieht, sich zunehmend verfolgt fühlt und ja, dann kommen ein paar biblische Anspielungen mit ins Spiel und dann kommt eben besagte Verschwörung aufs Brett, nämlich ein ehemaliger Kamerad erzählt ihm davon, dass er auch solche Visionen hat und sich auch sehr komisch verfolgt fühlt von irgendwelchen, ja, was sind das, Agenten? Und dann wird eben in dieser Gruppe festgestellt, dass da anscheinend irgendwelche Experimente während dem Vietnamkriegs an ihn gemacht wurden. Der Groß-Vietnam-Test, wer kennt ihn nicht? Ja, stimmt, was man noch jetzt dazu sagen kann. Anfangs, wo sie in Vietnam sind, nehmen sie noch irgendwelche Drogen zu sich, bevor dann diese Schlacht losbricht. Ja, es ist eh schwer, dass man jetzt da, keine Ahnung, eine Synopsis findet. Ist ein Film, der einfach so ein Setup hat und dann muss man halt als Zuschauer ein paar Sachen zusammen deduzieren. Ja. Also der Film macht es eigentlich so, dass er dir so mehrere Möglichkeiten so darlegt und am Ende aber eine relativ klare Antwort hat. Und deswegen finde ich halt diesen deutschen Untertitel irgendwie scheiße. Ja,
Ich meine, definitiv. Wobei ich mir da am Anfang noch gar nicht so viel Gedanken drüber. Ja, du bist ja auch noch jung und naiv. Ja gut, du musst ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass ja in unserer heutigen Zeit jetzt eigentlich sehr viele Mystery-Filme einfach darauf fußen, dass man sich spätestens seit Lost. Ja, genau, da habe ich auch mehrmals gedacht. Immer fragt, vielleicht haben sie sich alles eingebildet. Dass das ja im Prinzip jetzt eh schon das langweiligste Ende ist, dass ein Film oder ein Mystery-Film einem irgendwie bieten kann. Das ist, der hat einfach Halluzinationen oder Psychosen oder es ist ein Nahtoderlebnis oder irgendwie sowas. Damit werden wir einfach heutzutage nicht mehr überrascht. Und deswegen finde ich es schade, dass ich den Film erst gesehen habe, nachdem halt viele andere Filme schon in mein Gehirn eingedrungen sind, die praktisch mit so einer ähnlichen Prämisse kamen, weil ich dann nämlich glaube, dass mir Jacob's Ladder dann tatsächlich sehr, sehr viel besser gefallen hätte, wenn er noch mehr Überraschungseffekte gehabt hätte. Das glaube ich bei mir auch. Ich bin so schon jetzt nicht so der größte Fan dieses Genres, sag ich mal, oder dieses Mystery und Thriller oder so. Und dann, deswegen hat es mich wahrscheinlich auch nicht gejuckt, weil ich schon von Anfang an so den in Anführungszeichen Twist schon so hingenommen habe. Ja, alles klar. Also, ich finde auch, okay. Ich finde auch, dass der Twister so, also ich meine, es ist ja eine Regierungsverschwörung und dass sie an Soldaten diese Drogen ausprobiert haben. Es gibt doch auch im Abspann noch diese Einblendung, dass es halt anscheinend, ich habe auch mal bei Wikipedia geschaut, wurde anscheinend wirklich gemacht hier und na, so. Na gut. Das diese Kampfstoffe oder was war das nochmal? Ich habe diesen Wikipedia-Artikel so ein bisschen gelesen. Naja, kennt man ja auch aus anderen Filmen oder Dokus, dass die da alle möglichen schlimmen Sachen gemacht haben und so. Aber das wird so ein bisschen nachgeschoben und das ist auch nicht so richtig der Fokus des Films, dass du da jetzt dieses Thema, dieses reale Thema richtig behandelst. Es ist eigentlich, der ganze Film ist eigentlich eher wie so ein Horrortrip halt einfach und diese Stimmung und auch wie der Film halt diese Stimmungen erzeugt mit diesen Visionen, mit diesen Horrortrips, also wo die auf der Party sind, die Szene fand ich krass irgendwie oder halt diese Figuren, die da auftreten, die fand ich halt total gut designt, also diese so Slenderman-mäßigen Figuren, die dann immer so auftauchen, so, das war halt so Horrorfilm-mäßig und irgendwie dieses kritische ist jetzt auch nicht das richtige Wort, aber wie das vertuscht wird, von wem genau und warum und so weiter, das ist gar nicht so im Fokus, habe ich das Gefühl. Also das hätte man definitiv besser irgendwie einbauen können, beziehungsweise wahrscheinlich, da muss ich dem Stu recht geben, wenn es denn einen anderen Regisseur gehabt hättest, der vielleicht unter Umständen auch in dem Genre schon mehr Erfahrung gehabt hätte, der hätte die Story viel intelligenter verwoben, glaube ich. Ich habe mich halt wirklich gefragt beim Gucken oder nach dem Gucken, was hätten Robert Eggers und Ari Aster daraus gemacht? Ich glaube, das wäre sensationell gut gewesen. Aber also der Film, ich finde den wirklich gut, sehr stark. Ich muss auch sagen, was ich am kraftvollsten fand, war halt die Darstellung von Tim Robbins, weil er mir wirklich leid tat. Ja. Also das ging mir emotional nahe, weil ich wollte für diese Figur nur das Beste eigentlich. Und er tat mir wirklich, wirklich sehr leid. Und der war mal sympathischer wieder. Genau, genau. Und gerade halt so eine der Endszenen, wenn er dann in dieses Krankenhaus kommt. Oh, die ist heftig, ja. Ist wirklich heftig. Und ich habe dann mir auch mal durchgelesen, dass es wohl eine Schnittfassung gibt, wo diese Sequenz wohl 20 Minuten länger geht. Und die haben sie rausgeschnitten, weil es beim Testpublikum nicht gut ankam, weil es einfach too much war. Und ich habe mich ein bisschen informiert, ich nenne es mal diesen Director's Cut, der ist bislang auch nicht erschienen, leider. Das würde mich interessieren. Da wären wir jetzt bei Ari Aster, glaube ich. Der hätte es einfach das Witzige gemacht. Ist aber, die hätten auch eben auf so einer persönlicheren Ebene wahrscheinlich oder psychologischeren Ebene agiert und so, aber es gibt bestimmt auch Regisseure, die eher so auf dieser politischen und Regierungs Verschwörungsebene mehr gemacht hätten. Also, dass sie dann eben versuchen, da ins oberste Gericht zu kommen und dass du dann höhere Figuren hast und die das dann von damals so verschleiern wollen und so. Und das spielt hier auch keine große Rolle. Also, ich finde, der Film, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, dass er drei Filme in einem ist, der versucht ja auch an drei Baustellen irgendwie zu arbeiten. Wir haben da auf der einen Seite dieses Familiendrama, das ja an sich eigentlich schon für eine Story genug wäre. Ja. Da kommt ja dann auch Macaulay Culkin als Prä-Kevin-Allein-zu-Haus-Darsteller, glaube ich. Ja.
glaube, es ist das gleiche Jahr. Finde ich super, dass man den da gesehen hat. Das hat mich echt überrascht. Du hast ja, da stimmt, dieses Familiendrama um den toten Jungen und den, also beziehungsweise den toten Sohn und die Scheidung und die ganzen Sachen, die da dazwischen liegen. Dann hast du ja dieses leider ein bisschen zu kurz gekommene Vietnam-Verschwörungsding. Das hätte eigentlich auch sehr viel hergegeben, weil vor allem diese Buddies, diese Vietnam-Kameraden, es wird immer viel zu schnell, ich meine, das wurde super schnell abgehandelt. Da haben sie sich geeint, da einigen sie sich an einer Stelle, dass sie jetzt da mal sich einen Anwalt suchen und die Regierung verklagen. Und 5 Minuten später ist das alles vom Tisch. Genau, und dann wird ja noch einer, was ja auch so klassisch ist für solche Verschwörungsgeschichten, einer, der dann auch die gleichen Probleme hatte, so, der wird dann ja gekillt. Ja, also der dann in seinem Auto explodiert. Es wird halt nichts mehr dann großartig hinterfragt, genau, oder beziehungsweise was einen dann schon zum dritten Genre irgendwie treibt, das ist eben dieses Horror, Mystery, Psycho-Thriller-artige. Aber dieses, dass der Typ gekillt wurde, also das spielt ja, also alles, was, also dieser Vietnam-Einsatz ist 71 und danach springt der Film ins Jahre 75 und alles, was im Jahre 75 spielt, ist ja sowas wie seine Todesvision, nenne ich mal. Weil wir erfahren ja zum Schluss, dass er in diesem Lazarett liegt und die Ärzte sagen ja auch, das war ein harter und langer Todeskampf und jetzt ist er aber, hat er seinen Frieden gefunden. Und deswegen war es mir rückblickend gar nicht, also fand ich es gar nicht so schlimm, dass es so schnell abgehandelt worden ist, weil für mich war das einfach so dieser Versuch, dass er sich irgendwie in diesem Todeskampf an alles geklammert hat. Ja, gut, ja. Und sie nehmen halt ihm halt alles weg und sein Chiropraktiker, den man ja durchaus auch als Engel bezeichnen kann, der sagt ihm ja auch, dass diese Kreaturen Teufel sind, aber wenn du halt den Frieden damit machst, dass du tot bist, dann sind es halt, sind es Engel, die dich befreien. Mhm. Und das hat mich als gut, dass du es ansprichst. Ach, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Und und ich finde, das kam auch irgendwie ganz gut raus zum Schluss. Also, das wird ja auch immer absurder mit diesem Kampfstoff. Ich meine, diesen Kampfstoff gab es wohl wirklich, ja. Mhm. Aber deswegen glaube ich halt wirklich, dass das einfach nur seine Vision ist, dass er sich wirklich an alles klammert, was irgendwie, was ihm am Leben hält. Und zum Schluss muss er halt einfach einsehen, nee, er hat verloren, er hat jetzt seinen Frieden gefunden und darf dann mit seinem toten Sohn halt die Himmelstreppe hinauf. Mhm. Ja, ich hatte das jetzt nämlich ganz vergessen, weil irgendwie macht man sich immer noch Gedanken über die Handlung des Films, was da gut oder schlecht oder logisch oder nicht war und so. Und jetzt habe ich ganz vergessen, dass er am Schluss in dem Krankenbett liegt oder in diesem Lazarett halt eben und da er schon tot ist und so. Und dass diese ganze Danach-Geschichte theoretisch alles super zusammen halluziniert war und so. Das hat mir den Film... Das war so komisch am Schluss. Dann saß ich da so, hä? Was? Ja, ne, das ist auch irgendwie komisch. Also, weil dann der Film so irgendwie so Sachen, die ich vorher eben nicht so toll fand, die kann ich jetzt so irgendwie so schlechter kritisieren, weil am Ende war es ja sowieso nur dieses, quasi diese Zwischenwelt oder so. Deswegen, ich hätte am Anfang vielleicht gesagt, ja, also für mich passt hier irgendwie dieses Story mit dem Tod des Sohnes, die passt für, oder die fühlt sich manchmal wie sowas rein, was man halt noch mit reingedrängt hat. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, ja, okay, er klammert sich noch an sein Leben oder er lässt, also das passiert ihm alles nochmal oder er erinnert sich oder dieses Band wird halt nochmal aufgegriffen, dann macht das, ergibt das schon irgendwie Sinn. Aber ganz ehrlich, da den Fokus manchmal ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das ist ja eigentlich die Universallösung für alle schlechten Filme. Einfach zu sagen, ja, übrigens, das ist eine Todesvision, deswegen hat es alles richtig. Genau. Und alle Logiklücken oder alle Fragen, was jetzt die Gewichtung von einzelnen Szenen angeht, das geht halt einfach alles darauf zurück, dass es Halluzinationen sind und die lassen sich halt nicht einfach so bestimmen. Ja. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auf so Logik, ich bin ja eh nicht so der Logikfetischist, aber spätestens bei dieser Party-Sequenz, die ich ja großartig finde, wenn die da tanzen zu James Brown und dann war mir auch irgendwie klar, dass man an diesem Film nicht logisch rangehen kann. Nee. Ja. Nee, das will ich auch, also das meine ich auch gar nicht. Mir nur halt zum Beispiel mit dieser Gewichtung, die ich da manchmal so ein bisschen, keine Ahnung, dann nimm doch was ihn in seinem Leben schon beeinflusst hat, aber sowas Krasses dann zu nehmen und das dann eben so wie so einen, ja, das hat sich nicht so richtig für mich in diesen Film eingeflochten. Also ich meine, ich würde gern vielleicht so, wenn es einer von euch kennt, kennt jemand von Mark Forster oder Mark Foster? Was? Stay, Mark Stay. Foster. Super Film, ja. Ja. Ach so, ich dachte, ja gut. Ja, ja. Ich war kurz im Pop-Bereich. Ey, Stay ist so ein sensationeller guter Film, der sieht fantastisch aus und da sind
Cuts drin zum Niederknien, wirklich. Ja. Das mag Stay, oder was? Stay heißt der. Und der ist im Prinzip eigentlich genau die gleiche Thematik, beziehungsweise ist, sag ich mal, ist definitiv gleiches Genre wie Jacob's Ladder, bloß halt 25 Jahre später. Und ja, also ich finde, der ist ein bisschen... Der ist ein bisschen klüger gemacht, weil er sehr viel stilistisch mehr zu, also er hat stilistisch ein bisschen mehr zu bieten. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Jacob's Ladder stilistisch nichts zu bieten hat. Ich glaube, das Problem bei Jacob's Ladder ist einfach, dass er sich doch noch zu sehr versucht ranzuhangeln an einer Handlung, so richtig. Weil bei Stay wird es ja irgendwann einfach nur noch, sag ich mal, in Anführungszeichen absurd, was da passiert und bizarr. Erzähl nicht zu viel, der ist jetzt auf meiner Watchlist gelandet. Ja, ich kann sagen, keine Sorge. Ich wüsste auch gar nicht mehr, was da passiert, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, wie gesagt, das ist eher, wenn wir jetzt mit Christopher Nolan sprechen würden, der Film ist ein Erlebnis, du musst ihn fühlen, nicht verstehen. Ja, also das hätte ich mir vielleicht bei Jacob's Ladder gewünscht, dass er sich so ein bisschen versucht, ein bisschen mehr von diesem Narrativ loszulösen. Einfach nur noch dieses, das Transzendieren, nenne ich es mal. Ja, einfach loslassen. Das, was seine Hauptfigur immer predigt, das macht der Film nicht. Ja, genau. Stimme ich euch zu. Ja. Und das machen andere Filme, glaube ich, in diesem Genre einfach schlauer, weil sie wissen, okay, der Zuschauer ist nicht blöd. Zumindest nicht die jetzt im Mystery-Bereich gern Filme gucken. Du kannst da mehr oder weniger ab der Hälfte schon loslassen und biete ihnen dann irgendwas anderes. Aber die haben es dann schon kapiert meistens. Gut, okay, aber wie gesagt, wenn er einer der Ersten jetzt in diesem Bereich war, dann sei es ihm verziehen. Weil wo ich hier gerade nochmal das Ding aufgemacht habe, weil ich sehe hier gerade, es hat auf jeden Fall, hat der Film auch eines der coolsten Filmposter, finde ich. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Aber das nur am Rande. Ja, gut. Ich wollte noch kurz eine Szene, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging oder ob das jetzt einfach meine Sicht so ist, weil ich, keine Ahnung, jünger bin oder was weiß ich, weil es, also solche Szenen, wenn es dann mal so richtig dramatisch wurde, diese eine Szene, wo er da dieses hohe Fieber hat und seine Frau so überall Eis herholt, dann ist da dieser Chor im Hintergrund und das ist mir, also solche Stellen gibt es ein oder andere Mal und das ist mir irgendwie zu viel, also da denke ich mir, boah, da ist schon... Also da ist mir, also der sah handwerklich, fand ich den auch ganz gut gemacht, aber da war es mir zu viel. Ja, es sind die 90er, glaube ich, echt. Ja, schon, der war sehr 90er. Ich fand aber, was ich schön fand, nachdem ich Pauls, wir haben glaube ich immer noch nicht genannt, aber es steht in der Headline, was der Paul sich ausgesucht hat. Naja, egal. Das haben wir schon genannt. Okay, schon, aber ich fand trotzdem, dass der Film, ich mochte diese Horrorvisionen ganz gerne und er hat ja auch gut mit den Dutch Angels gearbeitet zum Beispiel. Auf jeden Fall, er mochte die Stimmung schon. Also irgendwie, wie gesagt, er hätte sich da der Cronenberg oder der, keine Ahnung, Lynch vielleicht noch mehr auf diese Horrorvisionen fixiert, die aber doch, also ich fand diese Krankenhausszene am Schluss geil. Ich hätte entweder mehr von dem gerne gehabt oder mehr Politkrimi oder so. Also wie gesagt, so ein bisschen auf eins ein bisschen fokussiert. Trotzdem hat mir das eigentlich schon gut gefallen. Ich weiß auch nicht. Also sagen wir es mal so, wenn der jetzt als Film ins Kino käme, ich würde mich drauf freuen, den anzuschauen. Wenn ich dann Trailer sehe. Das Remake hat aber keiner gesehen von euch, oder? Nee. Es soll sehr scheiße sein. Okay. Habe ich irgendwie auch, bin ich davon ausgegangen, einfach mal. Naja, gut. Ja, dann. Aber interessant wäre es trotzdem jetzt. Ja, jetzt anzugucken, naja, gut, okay. Wer es Remake kennt, schreibt es in die Kommentare. Wer es nicht kennt, schreibt es auch in die Kommentare. Dann haben wir wenigstens mal Kommentare. wollen wir zum Fazit kommen? Gerne. Ja, und ich fände es schön, wenn wir eine kleine, vielleicht, wenn wir jetzt eine Bewertung abgeben, vielleicht wollen wir die Verschwörung auch so irgendwie nach einem Grad bewerten, also wie gut wir die Verschwörung an sich finden, wenn wir uns jetzt schon um die Verschwörungen in den Filmen drehen. Gerne. Das finde ich eine nette Idee. Dann darfst du gleich mal beginnen. Verdammt. Ja, ich fand den Film okay. Also ja, ich fand ihn eigentlich okay bis gut, sag ich mal. Mich hat so das ein oder andere, wie, keine Ahnung, diese 90er Vibes, die waren für mich jetzt nicht so toll. Du darfst den Film aus den 90ern nicht vorwerfen. Ja, ich weiß. und ich habe ihn wahrscheinlich auch nicht in der richtigen Verfassung geguckt. Ich habe ihn geguckt, weil er auf der Liste stand. Und ja, ich... haben wir was oder vergeben wir einfach Punkte? Oder
1 bis 5 Leitern. 1 bis 5. Wo hast du die denn jetzt hergegriffen? Ich vergebe 3 von 5 Leitern. Und der Verschwörung, ja, das ist jetzt ein bisschen, wie Andi und auch ihr anderen schon gesagt habt, mit dieser Gewichtung in der Story, na, die vergebe ich jetzt einfach auch von 5, würde ich dieser Verschwörung auch eine 3 geben. 3 von 5 Punkten in der Verschwörung. Okay. Ja, da ich schließe mich gleich mal an, ich springe vor, weil da kann ich mich voll anschließen. Weil wie gesagt, die Verschwörung an sich ist eigentlich schon krass und ich glaube, da hätte man, also ich meine hier Oliver Stone, der alte Politfreak irgendwie so, der hätte das wahrscheinlich den Fokus so anders gelegt. Mhm. Der andere Cronenberg zum Beispiel, der hätte ihn eher auf diese Horrortrips gelegt und so. Ich fand aber trotzdem diese Mischung dann trotzdem okay und ich fand den Film gut, mir hat das alles super gefallen. Ich mochte auch die Schauspieler und irgendwie, ich kann es nicht richtig beschreiben, ich habe den hier mit Begleitung geschaut irgendwie und das war ganz cool. Komisch, weil da war die Stimmung kaum auszuhalten, weil der so Psycho und Depri war. Ich fand aber, obwohl der eigentlich ein ganz schlimmes Thema hat und obwohl diese ganzen Horrortrips drin waren, ich glaube, es lag ein bisschen an Tim Robbins und diesen Schauspielern, dass er trotzdem, das klingt komisch, aber irgendwie hatte der so eine gewisse Leichtigkeit für mich, für das, dass er eigentlich so düster und so ein ernstes, schweres Thema hat. Aber trotzdem fand ich ihn eigentlich total locker, nett zu gucken irgendwie. Und handwerklich fand ich ihn eigentlich auch ganz gut. Trotzdem hat mich die Schlussszene ein bisschen abgefuckt und ich hätte mir auch so einen Fokus gewünscht. Der hätte von mir aus auch länger dauern können, wenn man da noch ein bisschen dieses Zeugen ausschalten oder so mehr im Fokus gehabt hätte. Und diese Szene am Schluss, dass eigentlich eh alles nicht wirklich wahr war, hat mich ein bisschen genervt. Also ich würde aber auch 3 geben und die Verschwörung, wie gesagt, finde ich eigentlich krass, was den realen Hintergrund angeht. Aber in dem Film wurde jetzt eigentlich nicht viel draus gemacht. Deswegen von mir auch 3 und 3. Keine Ahnung. Okay, ich gebe dem Film 3,5. Ich fand den sehr stimmungsvoll. Für mich ist Tim Robbins das Highlight dieses Films. Es war für mich auch kein Verschwörungsfilm, sondern wirklich so ein Höllentrip hin zur Erlösung. Und diese Verschwörung in dem Film selbst ist, glaube ich, unglaublich interessant und spannend. War jetzt für mich aber in dem Film wirklich so Beiwerk. Das lief so nebenbei. Deswegen gebe ich da auch wirklich nur 2 Punkte. Was ich nicht schlimm finde. Ich freue mich, den wirklich mal irgendwann später nochmal zu sehen. Er ist einfach, wie gesagt, Opfer davon, dass es diverse andere Filme gibt, die sowas Ähnliches gemacht haben oder so ein ähnliches Ende bieten. Ich glaube, wenn ich den damals, 1990 kam er raus, im Kino gesehen hätte, hätte er mich weggeflasht, glaube ich. Mhm. Da wäre ich wirklich, wow. So sind es aber immer noch gute 3,5 Punkte für den Film. Also den letzten Satz, den glaube ich dir, das hätte ich wahrscheinlich auch so empfunden, wenn ich den damals gesehen hätte. Ich gebe ihm auch 3,5 und würde der Verschwörung, naja gut, sie hätte, wenn sie länger rausgezogen worden wäre, wie so ein vernünftiger MacGuffin, dann wäre es geiler gewesen, weil die hätte echt Potenzial geboten, dass du dann noch so 1-2 Mystery-Schlenker irgendwie mit reinbaust, die dann am Ende überhaupt nicht interessant sind. So wie sie jetzt dann vorkam, 2,5, solide, dass sie drin war, aber die hat dann am Ende gar keine Rolle mehr gespielt von dem her. Ja, vergessenswürdig. Und ich weiß ja nie, ob man den als Verschwörungsthriller listen würde. Der ist Horror-Mystery irgendwo da drin. Mhm. Ich fand's auch, ich war halt so krass überrascht, weil irgendwie mag ich das ja schon, auch aber diese Krankenhausszene, die hast du halt schon angesprochen, die ist dann ja so fast so ein bisschen, ja nicht gore-mäßig, aber halt so in so einem Krankenhaus mit lauter abgetrennten Gliedmaßen. Ja, so Hieronymus Bosch halt. Ja, genau, sowas ist richtig geil eigentlich. Ja, das mag ich ja auch gern. Ja. Aber wie gesagt, da... Ich mag ja eine Sache noch, ich mag ja diese Szene, wo der Chiropraktiker ihn aus dem Krankenhaus abholt und alle zusammenstaucht, was ihnen überhaupt einfällt. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Szene gewesen, woher, also das mit der Leichtigkeit, wie gesagt, das klingt komisch, aber ihr, vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Also es hatte teilweise so Szenen, eben mit dem Chiropraktiker öfter mal, das hatte so ein bisschen Flohkubers Kuckucksnetzes Vibes oder so, keine Ahnung, irgendwie war nicht das ganz lustig. Er war, also der Chiropraktiker war halt schon sowas wie sein Engel, sein Er sagt es ja auch selbst, dass er aussieht wie so ein Engel, ne? Ja, stimmt. Da steckt schon viel drin. Ach ja. Naja. Es gibt ja noch mehr Filme, in denen praktisch Leute, andere Leute irgendwie abholen. Zum Beispiel John Candy, Rhea Perlman in Canadian Bacon.
Ah, ich habe eigentlich gehofft, dass ihr jetzt erst. Nee, das passt gut. Weißt du, was ihr jetzt mal kurz machen könntet? Ich habe ja einen Film ausgewählt, den einzigen Spielfilm von einem gewissen Michael Moore, gell? Mhm. Genau. Wollt ihr mal kurz über Michael Moore reden? Während ich kurz. Ja, also Michael Moore ist ein amerikanischer Filmmacher, der vor allem durch Dokumentarfilme bekannt ist, unter anderem Bowling for Columbine oder Fahrenheit 9/11, hat, glaube ich, auch ein oder zwei Oscars bekommen. Sehr bekannt ist, dass er bei einer Oscar-Rede den damaligen US-Präsidenten George W. Bush scharf kritisiert hat. Michael Moore ist nicht unumstritten, weil er sehr polemische Filme macht. Auch er ist dafür bekannt, dass er trotz Dokumentarfilmstil gerne auch Sachen so schneidet, dass es für ihn passt. Nichtsdestotrotz, die meisten seiner Sachen mag ich, da will ich aber auch ehrlich sein, weil auch meistens er meine Meinung vertritt. Deswegen ist es ein relativ einfaches Ding, diese Filme zu mögen. Ja, sie werden ja auch bewusst unterhaltsam gemacht. Also. Genau, das stimmt. Ja, aber zumindest für unser Eins. Ja, das ist ein ganz großer Punkt, denke ich. Wir haben den, ich bin auf Michael Moore, wir haben den damals in der Schule geguckt. Im Englischunterricht. Ich weiß noch, ich war damals, habe ich in Altenthege gearbeitet und da auf den Fernsehern lief, warum auch immer, die ganze Zeit Viva. Und da konnte man irgendwie SMS schicken oder anrufen, welcher Clip als nächstes gezeigt werden soll. Und da gab es tatsächlich von Bowling for Columbine diesen Trickfilm-Clip, wo erklärt wird, wie die Amerikaner, warum die so waffengeil sind. Und den habe ich da in dieser Zeit im Altenheim, wo ich die 3 Monate, wo ich da gearbeitet habe, echt, glaube ich, täglich 8-mal gesehen. Was? Ja. Ja, das war immer so Britney Spears und keine Ahnung, was für eine Boyband damals aktuell hip war. Und dann immer dieser Trickfilm-Clip, das weiß ich noch. Wobei es mich echt jetzt wirklich überrascht hat, dass der einen normalen, nicht Prosa-Film, wie nennt man den? Ja, einen fiktionalen Film gemacht. Wobei, ganz ehrlich, du siehst halt wirklich, dass es ein Michael Moore-Film ist. Also von der Thematik her, was da angesprochen wird. Und es gibt ja da auch diese sehr schöne Szene, wo dieser Präsident sagt, verdammt, ich brauche meinen eigenen Krieg. Ne? Gibt es nicht irgendwas, was vorgefallen ist? Es passiert ja einfach nichts. Und dann denke ich mir auch so, ja, der Film ist von 95. Warte mal nochmal 6 Jahre, dann bekommst du seinen Grund, ne? Ja, das Krasseste ist ja noch, wo sie in dem Film auch ansprechen, irgendwie, wo aber sie stopp, dann eben... Aber stopp, warte, worum geht's in dem Film überhaupt? Ja, richtig, vielleicht fangen wir da an. Ja, okay. Ich habe euch jetzt nicht so richtig zugehört. Das mache ich immer, weil ich brauche auch noch ein bisschen Überraschung, wenn ich den Podcast schneide, dass ich was höre, was ich noch nicht mitnehme. Ich habe nur jetzt 2 Minuten lang über das Dokumentarfilm-Oeuvre von Michael Moore geredet. Ja, sehr schön, vielen Dank. Auf jeden Fall, es geht darum, dass Amerika nach dem Kalten Krieg eben keine Feinde mehr hat sozusagen und die Waffenlobby irgendwie Verluste erleidet und eine Waffenfabrik namens Hacker, irgendwie eine deutliche Anspielung auf Heckler und Koch würde ich mal behaupten, pleite macht und da gibt es eine Serie von Selbstmorden und so und auf jeden Fall der Präsident hat halt auch damit zu kämpfen, dass irgendwie er nicht mehr so beliebt ist und so. Und dann denkt er halt, ja, naja, wir brauchen halt wieder einen Feind, nachdem jetzt Russland nicht mehr dabei ist und um die Leute auch abzulenken von den eigentlichen Problemen im Land. Und deswegen sucht der Präsident und sein Beraterstab eben eine neue Bedrohung, die die Bevölkerung ja ablenkt, kann man sagen. Und da viele nicht mehr in Frage kommen, kommen sie irgendwie darauf, wie wäre es mit Kanada, unseren Nachbarn, und spinnen daraus dann eben so eine Verschwörung. Also deswegen sind wir hier, wegen Verschwörungen, und stilisieren Kanada als den neuen Erzfeind hoch, um die Bevölkerung, versuchen sie dann aufzuhetzen und einen Krieg mit Kanada, aber einen kalten Krieg, denn ein normaler Krieg ist ja zu schnell vorbei und zu schnell abgehandelt. Deswegen durch Medien und alle möglichen inszenierten Angriffe und so weiter, suchen sie sich Kanada als neuen Erzfeind heraus. Ja, das kann man so sagen. Es gibt noch, John Candy ist so ein kleiner Kleinstadt-Sheriff den Niagara-Fällen und die sind halt auch ein bisschen aufgestachelt von dieser ganzen Propaganda und machen sich auf den Weg nach Kanada, um da, keine Ahnung, was machen die da eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr genau. Um halt für Recht und gegen Kanada zu sorgen. Genau, für Recht und Ordnung zu sorgen. Ich glaube, so kann man das relativ knapp zusammenfassen. Ja,
großartiger Film. Ich was, vergessen. Man, was ja auch ganz wirklich ist, bevor sie halt eben Kanada als neues Feindbild auserkoren, trifft sich der Präsident ja mit den Russen nochmal und fragt nett nach, ob es denn möglich wäre, vielleicht den Kalten Krieg doch mal aufleben zu lassen, und die Russen haben aber keinen Bock. Ja, nee, was ich noch gerade ansprechen wollte, was ich so großartig fand, weil der Film ist ja von 95 und weil du es gerade angesprochen hast, warte mal 6 Jahre, wo sie dann eben nach einer neuen Bedrohung suchen, und dann sagt er, nein, wie wär's mit dem internationalen Terrorismus? Und dann sagt er so, ach komm, da, so ein paar Turbanträger, die ein paar Autos in die Luft jagen, die locken doch keinen hinterm Ofen vor. Und ey, bei solchen Sätzen, da zuckst du schon ein bisschen zusammen, hatte ich das Gefühl. Voll krass eigentlich. Der Film ist allgemein durchaus schwarzhumorig. Weil zu Beginn sehen wir ja, dass die Polizei unter diesem Sheriff Bud B. Boomer, schöner Name, so eine interne Wette im Laufen haben. Das heißt, weil halt so eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, bringen sich halt immer wieder Leute um. Und man kriegt, glaube ich, $25, wenn man den Leichnam irgendwie birgt, aber $50, wenn man es schafft, denjenigen zu überreden, nicht zu springen. Nee, andersrum. Also andersrum, ja, okay. Es geht halt immer um Leute, die in die Niagara-Fälle reinspringen, ja. Weil, ja, genau. Ja, ich fand es auch, was? Ich wollte nur sagen, wunderbare Prämisse. Ja, das ist schön. Also ich habe den Film, wir haben hier so einen kleinen Michael Moore-Abend gemacht, haben uns noch Fahrenheit 9/11 angeschaut. Und, ach nee, es war's schon, waren nur 2 Filme. Na egal. Aber trotzdem fand ich es halt lustig, weil der Film ist ja sehr aktuell. Also der ist ja von, wo Trump gewählt wurde und so. Und das Lustige ist, dann schaust du dir einen Film an, der halt, keine Ahnung, 10 Jahre älter ist irgendwie oder noch älter. 20. Und trotzdem wirkt der dann teilweise so erschreckend aktuell halt irgendwie. Ja, ist richtig, auch, das habe ich auch mehrmals, ja. Ich habe den Film, wie gesagt, vor 4 Wochen oder so gesehen und jetzt nochmal gesehen irgendwie, und so einzelne Sätze, die, da wird so drüber hinweg, Comedy-mäßig, aber ich fand einen so ziemlich krass irgendwie, wo der Sheriff dann zu seinem schwarzen Kollegen auf dieser Waffenversteigerung hingeht und dann so als Gag von hinten zu ihm hinkommt und die Waffe am Kopf fällt und irgendwie sagt so, keine Ahnung, Beine auseinander, sonst blasse ich das Gehirn raus. Irgendwie so, keine Ahnung, also von wegen unter Polizisten, wie mit Schwarzen umgegangen wird, so ein bisschen, keine Ahnung. Also so ein bisschen, da waren schon ein bisschen derbe Sachen dabei, aber unter dem Deckmantel von so total 90s oberflächlicher Comedy irgendwie, weiß nicht. Ja, das Gefühl hatte ich auch mehrmals, und ich habe es nicht so auf so spezielle Zitate, sondern tatsächlich dann auf das Ganze, was ich da entspinne, das hat mich auch irgendwie, oder so, da hatte ich manchmal das Gefühl, ja, das ist auch jetzt, keine Ahnung, die Rhetorik oder so, oder das ist jetzt auch das, was wir jetzt von vielleicht, ja, dem Präsidenten kennen, den es jetzt die letzten 4 Jahre gab. Ja. Stimmt, das Lustige ist ja auch, stimmt, das ist eigentlich sehr aktuell, weil das Geilste ist, weil er es auch so unbeliebt ist. Dann sagt er immer, was wollen die ganzen Leute? Ich bin immer der Einzige, der noch keinen Krieg angefangen hat. Und das hat doch Trump jetzt am Schluss von seiner Amtszeit auch immer gesagt. Was auch ganz amüsant ist, ist ja der Vorfall, der das alles auslöst, ist ja jetzt kein richtiger Anschlag. Nämlich, es geht darum, dass dieser Bud Boomer irgendwie im Eishockeyspiel ist. Und dann einfach lautstark sagt, dass er kanadisches Bier nicht mag, was die Kanadier da auf die Palme bringt. Das ist dann auch irgendwie ganz amüsant. Ja, und ich meine, das Lustige ist, wie viele Szenen dann, die halt in den Nachrichten kommen, wo Leute Flaggen verbrennen und sagen, ja, unsere Nachbarn und so. Ich meine, wie einfach ist es zu übertragen auf Mexiko, hallo? Und da siehst du die gleichen Bilder halt in real auch in den Nachrichten oder so, keine Ahnung. Also so absurd es klingt, so haha, wir suchen uns jetzt einen Boomer aus, unseren Nachbarn so ungefähr. Wie gesagt, das ist halt jetzt oben und es ist super lustig, aber das Gleiche passiert halt mit unten und es ist überhaupt nicht so lustig, keine Ahnung. Ja, und ich hab das Gefühl, dass es nicht nur mit den verschiedenen Ländern, sondern dass Trump das zum Beispiel ganz gegen hier Demokraten und Republikaner, dass da gerade... Also das, was hier Kanada ist, ist ein Feindbild, was ja Trump immer so gerne konstruiert oder so. Und das, da habe ich mich dran erinnert gefühlt oder sehr. Das hatte so für mich diesen Nebengeschmack, weil im Grunde stellt er ja die Demokraten ja auch immer als Feinde da. Jetzt noch nicht so krass, wie sie jetzt vielleicht das hier gegen Kanada ausspielen, aber ja schon in einer Art und Weise.
Ja, eine der besten Szenen ist auch, wo sie in diesem komischen Büro sind, wo diese ganzen Landesbeauftragten da sind und dieser eine Typ, wo sie dann den Gang entlang gehen und dann sagen sie, ja, so schlimm sind die doch gar nicht, jetzt pass mal auf. Und dann eben so, die haben Krankenversicherung für alle und Bildung ist da Pflicht oder so, also Schulbildung. Kostenlos. So. Kostenlos und so. Und der total schockiert ist irgendwie. Das ist schon recht witzig. Ich meine, es ist, glaube ich, jetzt auch, was halt recht aktuell ist, ist es, dass die Leute, die dann nach Kanada ja einfallen, also John Candy und Konsorten, ich glaube, das sind ja auch wirklich diese Wähler, die immer Zünglein an der Waage sind für dafür, dass Trump gewählt wird oder wurde. Und da hast du dann schon wirklich diesen typischen Arbeiter, den der, es ist jetzt kein Zufall, dass da Leute aus der Fabrik, ich meine, ob das jetzt eine Waffenfabrik ist oder General Motors, die dicht machen, du hast am Ende die Leute halt einfach zurückgelassen. Von dem her, ich finde es ein bisschen komisch, dass auf der Schiene Michael Moore weniger rumreitet, als dass er halt den Film dann so in der zweiten Hälfte mehr zu so einem Klamauk irgendwie verkommen lässt. Mhm. Und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, hey, Michael Moore, da spielt man dir einen Ball hin und oder beziehungsweise du richtest dir da ein tolles Buffet zusammen in der ersten Hälfte. Ja. Mach doch mehr draus, mein Freund. Ja, das ist tatsächlich auch der große Kritikpunkt. Ich finde den Film in der ersten Hälfte wirklich sehr, sehr gut, aber nach guter Hälfte hat er mich komplett verloren. Am Ende fand ich ihn wirklich okay, aber mehr auch nicht. Und er beginnt aber so vielversprechend. Also ich glaube, ich hatte schon lange nicht mehr bei einem Film in den ersten 20 Minuten so viel Spaß wie bei dem hier. Hm. Und dieses, ich finde, es geht noch ein bisschen länger so. Aber ich weiß genau, wo die dann auf dem Sears Tower, wie heißt, nee, ich meine, der ist in Seattle. Wie heißt nochmal der Canadian Tower da, weiß ich nicht. Und so, und dann, dann wo sich die in dem Hauptquartier da mit diesen Codes und so rumalbern und den Typen dann die Codes in den Mund stecken und so. Das ist alles so ein bisschen Slapstick und Comedy. Aber ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön, solche Themen in so einem, wie gesagt, auch durch die Besetzung wirkt es so wie so ein, naja, Steve Martin, John Candy ist dabei, aber wie heißt der andere noch? John Belushi kommt einmal kurz kommt vor. Kommt auch noch vor, genau. Dan Aykroyd kommt mal kurz vor. Die Szene ist auch großartig. Wie gesagt, es gibt ganz viele solche Komödien im Stil, die so ein bisschen frei davon sind natürlich und locker, leicht und so. Aber ich finde es trotzdem cool, in so einem Film solche Themen zu haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn da, ich weiß genau, was sie meint. Aber der funktioniert halt irgendwie auf beiden Ebenen so ein bisschen. Aber es wäre natürlich schön gewesen, dass die Mischung besser ist und nicht so zweigeteilt. Ich finde es halt bloß eigenartig, weil du hast mit Michael Moore eigentlich jemanden, für den das eigentlich ein einfaches sein sollte, vor allem jetzt, wo er am Anfang seiner Karriere noch nicht seine ganze Munition verbraten hat, dass er da mehr drauf rumreitet oder da ein paar intelligentere Geschichten drauf spinnt, so. Aber dass er sich dann mehr dem Klamauk zuwendet, fand ich dann ehrlich gesagt eher überraschend, muss ich sagen. So, mir hat auch so diese Bissigkeit oder dieses noch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen krasser oder so, da reingehen, da stimme ich zu, das habe ich auch so ein bisschen vermisst. Ja, mich hat es auf jeden Fall gewundert, ich meine, vielleicht kennt man sich da und so, aber dass diese ganzen Superstars halt eben aus der Comedy da so mit dabei sind, auch jeder Schauspieler, irgendwie dachte ich mir so, hey, woher kennst du den, der Präsident, seine ganzen Berater, also diese Rip Thorn oder wie der heißt, der geile General da, dieser lauter, also die Besetzung fand ich eh klasse und dann halt eben noch diese Cameos von Dan Aykroyd, Jim Belushi und so weiter, also wie das dazu kam, ich habe auch noch vorher gelesen, der hat anscheinend irgendwie 10 Millionen gekostet und irgendwie 180 eingespielt und so. Echt? Und der, ja, voll krass und der Film ist ja dann doch, ich weiß jetzt nicht, wann Michael Moore seine Durchbrüche hatte, mehr oder weniger. Aber ja, noch Bowling for Columbine. Eigentlich schon, gell? Ja. Nee, also international also zumindest. International, ja. Also der hatte davor schon mit seiner Dokumentation Roger and Me schon, hat er schon ordentlich, sag ich mal, einen Bass gehabt. Und ich glaube, Roger and Me war vor Canadian Bacon. Man muss ja auch sagen, dass Michael Moore ja auch einige Musikvideos gedreht hat, unter anderem für Rage Against the Machine. Aber ich will ehrlich sein, ich hatte nach der Sichtung von unseren Vereinigten Nachbarn schon irgendwie das Gefühl, dass Michael Moore im Dokumentarfilmbereich dann vielleicht doch besser aufgehoben ist. Mhm. Ja, ich kann das schon verstehen. Ich finde aber für so eine Komödie, wie gesagt, von denen es ja vielen gibt, finde ich ihn aber doch noch,
Also ist solide gemacht. Ich fand viele Gags lustig, also wie sie dann zum Beispiel die Kanadier irgendwie dann treffen und so. Und ich meine, dieser Gag, dass die Kanadier so überfreundlich ist und alles so sauber ist. Ich meine, mittlerweile ist das ja auch ausgelutscht. Ich meine, South Park, glaube ich, reiten der da schon auch seit Jahren drauf rum und so. Das finde ich aber trotzdem, das finde ich lustig. Also ich meine, da kann man schon drüber schmunzeln und es passt auch. Ich habe da eigentlich eine coole Geschichte, wo wir mal in Kanada waren mit der Band. Wir haben so eine Kanada-Tour gemacht und da gab es eine geile Geschichte. Da standen wir mal rum, haben uns verfahren in so einem Kaff irgendwo auch in Ontario oder so. Dann kam dann so eine alte Frau her und wir saßen halt zu sechs vor unserem Wohnmobil rum, haben Karte gelesen und uns auf Deutsch unterhalten und diese alte Frau hat gehört, offensichtlich, dass wir aus Deutschland sind, irgendwie hat gefragt, hey, was habt ihr, was ist los? Ja, wir haben uns verfahren und so. Und so, ah ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal kurz bei mir euch aufwärmen und einen Keks essen oder so. Mein Haus ist irgendwo da hinten. Geht einfach mal dahin. Mein Mann ist zu Hause. Ich gehe noch kurz einkaufen, komme danach. Mein Mann sitzt aber leider im Rollstuhl und der, ich glaube, entweder das war ein Deutscher oder der hat deutsche Verwandte oder so, der sitzt aber im Rollstuhl. Geht einfach rein und sagt ihm, ich schick euch. Und haben wir dann aber nicht gemacht, leider, glaube ich, weil wir dann weiter mussten oder so. Aber trotzdem, dieses Klischee, die Tür ist offen, alle super freundlich und so, das haben wir da am eigenen Leib erlebt. Das war so super witzig. Und ich dachte so, hey, wenn jetzt sechs Rock'n'Roll-Musiker durch die Tür reinkommen und sagen, ja, Servus. Hallo, sechs Bayerische. Schau mal, das sind die Dutch Engels. Das war super lustig. Aber wie gesagt, dieses Klischee und die Gags finde ich schon auch gut. Also ich finde es eine solide gemachte Komödie und ob er bissiger sein sollte oder könnte, natürlich. Aber ich finde trotzdem, dass viel politische Satire drin ist, die jetzt in vielen anderen Filmen nicht drin sind. Also das ist auf jeden Fall, ja, ja. Okay. Ich muss sagen, ich finde den ja bissig am Anfang. Am Anfang finde ich ihn wirklich bissig. Ja, ja. Und ja. Er diesen Beißreflex büßte halt irgendwann echt ein. Ja. Das fand ich sehr schade. Er wird Kiefer müde irgendwann. Ja, ja. Aber ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, so ab der Hälfte, oh Mensch, wen hätte man da jetzt anstatt, weil ich meine, man denkt immer, Michael Moore, vielleicht doch besser Dokumentarfilm. Nee, ich habe mir dann gedacht, welcher Regisseur könnte das irgendwie dann bissiger durchsetzen? Wer da der bessere Mann? Wen könnte man da unten... Eigentlich fällt mir heutzutage echt nur noch Adam McKay ein. Und das ist leider ein Armutszeugnis, finde ich. Ich glaube, Michael Moore wäre schon genau der Richtige, nur hat er sich halt damals vielleicht ein bisschen zu sehr darauf konzentriert, auch so eine mainstreamigere Comedy zu machen. Ich glaube, wenn der jetzt heutzutage so einen Film machen würde, dann würde er das auch durchziehen einfach. Also wie gesagt, ich finde es als Komödie recht solide. Und diese politischen Bissigkeiten finde ich auch gut, aber ich gebe euch schon recht, dass es halt sich nicht durchzieht. Was ein bisschen schade ist, aber... Ja, aber überhaupt, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, mal wieder so eine politische Comedy irgendwie gesehen zu haben, weil, wie gesagt, wir werden nicht gerade überhäuft mit solchen Sachen. Es ist halt dann immer wieder mal ein Ereignis, wenn dann so ein Film wie Weiß rauskommt, der dann aber, wenn man ehrlich ist, dann doch mehr oder weniger, ja. Ich fand Weiß sehr enttäuschend. Eher okay ist. Also, ja. Was wir noch erwähnen sollten, ist, das ist der letzte Film mit John Candy gewesen. Echt? Stimmt, ja. Also er hat danach noch einen anderen Film gedreht, bei dessen Dreharbeiten er gestorben ist. Der heißt Wagon East. Und Wagon East kam aber vor Canadian Bacon in die Kinos. Das heißt, rein technisch gesehen, also vom Release her, ist unsere feindliche Nachbarn der letzte John Candy-Film. Ach ja, John Candy. Wer kennt ihn nicht? Ja. Ah, oh, schön, das war jetzt ein ganz schlechtes Wortspiel. Ja, ich hab's gleich verstanden. Ne? Ja, schön. Ja, der Cast ist einfach großartig. Also wie gesagt, den Präsidenten mag ich auch so gern, dieser trottelige, wie heißt Alan der? Alan Alda. Ja. Ey, Alter. Und das Du ist auch dabei, gell? Richtig, das Du, ja. Ich weiß, was ich hab. War die beste Figur im ganzen Film. Charismatisch, clever, gut aussehen, perfekt. Ja. Also mein heimlicher Liebling war wirklich dieser Rip Torn als General Dick Panzer. Ich mochte die Szene, wenn die Russen zu diesem Gespräch kommen und dann halt wieder abtampfen und sagen, nö, warum? Nö, wir machen jetzt Zentralheizung, wir brauchen keinen Kalten Krieg mehr. Und wir wollen das Ganze am Helikopter, die noch so, ich weiß Schweine. Ja, das ist auch geil. Also da sind so einzelne kleine Sätze drin, was ich auch so schön fand. Jetzt seid doch mal keine schlechten Gewinner oder so. Das ist echt so witzig. Alles die erste Hälfte. Ja, das stimmt. Danach wird es halt echt. Ich fand es aber schön zum Beispiel auch, wie sie in diesem Kaff
dann alle ihre die Bowlingbahn bewachen und so. Und wie gesagt, das ist halt echt so eins zu eins, was heute passiert. Also in irgendwelchen Kaffs halt irgendwie käffern, dann irgendwie halbe so Milizen unterwegs sind und mit ihren komischen Sandsäcken da irgendwelche Sachen bewachen oder so. Ich meine, das siehst du jetzt auch vor irgendwelchen Wahllokalen. Keine Ahnung. Das ist echt schlimm. Und ich mag es halt bei dem Film, dass er so eine absurde, in Anführungszeichen, Idee nimmt als Comedy, die aber echt einfach, wo du bei jeder zweiten Szene immer denkst, oh Gott, das ist echt einfach die Wahrheit. Das ist schon gut. Naja. Jo. Ja. Können nee, wir, hat mich aber hat mich schon gefreut. Kommen wir zum Fazit. Können wir jetzt ein Roundup machen? Jo, gerne. Ja, wer will beginnen? Immer der, der fragt. Okay. Ja, was gebe ich denn? Für die erste Hälfte gebe ich 4. Und für die zweite gebe ich weniger. Ich würde so auf eine gute 2,5 wahrscheinlich mich einigen. So ein Film, der ganz stark an der 3 kratzt. Und was die Verschwörungstheorie angeht, ja, eigentlich, weil ich die Prämisse ja sehr gern mag, finde ich die Verschwörungstheorie auch sehr cool. Deswegen kriegt die 3,5. Ja, da kann ich mich zu 100% anschließen. Wirklich. Zu 91%. Ja, also wirklich. Zu 91. Zu 100%, doch, ja, ja. Das, aufgerundet sind das 100. Nee, ich würde dem Film auch 2,5 kanadische Biere geben. Und ja, ne, das, also, wie gesagt, die. Wenn der also weitergemacht hätte wie in der ersten Hälfte, wäre es, glaube ich, echt die komödiantische Entdeckung des Jahres für mich gewesen. So bin ich einfach froh, dass ich jetzt sagen kann, ich habe halt den letzten John Candy-Film und den ersten und einzigen nicht-dokumentarischen Michael Moore-Film gesehen. Mhm. Ja, ich, ja, dann, achso. Ja, gut. Ich, jetzt wollte ich unserem Gast das Schlusswort überlassen hier in dieser Runde. Ja, na, dann mach. Ja, ich fand ihn großartig. Ich gebe euch recht, dass er in der zweiten Hälfte ein bisschen an Biss verliert und da halt so ein bisschen in 0815 in Anführungszeichen Komödie abrutscht. Ich fand ihn aber immer noch gut. Also als Komödie, so 90er-Komödie mit den bekannten Gesichtern, finde ich ihn eigentlich auch gut und unterhaltsam. Und mich hat es einfach erschrocken, wie aktuell und wie real diese absurde Prämisse dann doch ist. Also ich gebe 3,5 und die Verschwörung fand ich auch gut, weil das halt auch alles so real ist. Auch zum Beispiel diese Geschichte, wo sie dann selber dieses Wasserwerk oder was das auch immer ist, von eigenen Leuten überfallen lassen, um irgendwas loszutreten. So, das gibt es halt auch immer noch an jeder Ecke, also keine Ahnung, denkst du mal an irgendwelche Demonstranten vorm Reichstag oder so, keine Ahnung, die sich dann da irgendwelche AfD-Leute hingeschickt haben, um da ein bisschen Tumult zu machen. Ich finde, das sind echt viele gute Sachen drin und ich gebe beidem, also Verschwörung und Film 3,5 und ich habe mich auch sehr gefreut, den jetzt endlich mal entdeckt zu haben. Jo. Ja, also ich reihe mich da einfach mal in der Mitte ein. Ich gebe dem Film an sich, würde ich 3 geben. Ich fand als Komödie, also ich konnte den eigentlich ganz gut weggucken. Ich fand nur teilweise die Geschichte, beziehungsweise alles das, was rund um den Präsidenten passiert ist, deutlich interessanter als das, was die anderen Figuren da, dieser Sheriff da und so, erlebt haben. Aber ich fand es als Komödie fand ich das gut. Ich habe, wie gesagt, diesen kleinen Aktualitäts- oder diese Übertragung, die ich jetzt in meinem Kopf geschlossen habe, hat das nochmal so für mich ein bisschen aufgewertet. Deswegen komme ich halt ein bisschen über diesen Durchschnitt raus. Und die Verschwörung, ich glaube, da reihe ich mich bei euch ein, bei 3,5, weil die fand ich gut und ja. Trägt den Film. Ja, Andi. Andi, jetzt haben auch eine schöne Szene. Ist auch eine schöne Szene, wo sie dann diese Bedrohungen nochmal durchgehen und dann irgendwie so, ich glaube, Ho Chi Minh und so tot. Oder Mao ist, glaube ich, noch dabei. Oder so, tot. Ja. Und dann irgendwie so die Bedrohungen durchgehen, die noch so diese im Petto haben. Und das der hat jetzt eine chemische Reinigung in Arkansas, ja. Egal, also das ist schön. Aber es tut mir leid, Film. Andi, dass wir deinen Film jetzt nicht so toll fanden. Ist egal. Frage, fühlst du dich jetzt wie Sophie Scholl oder mehr wie Anne Frank? Ach, bitte. Ach Gott. So viel zum Thema Tagesgeschehen. Ja, Gott. Muss man sich jetzt dazu auch noch äußern? Nein. Ich habe heute mit meiner Mutter telefoniert und wir haben uns beide so köstlich drüber aufgeregt, über diese zwei Aussagen.
ich wusste gar nicht, dass ich mich mit meiner Mutter gemeinsam über Dinge aufregen kann. Das ist schön an der heutigen Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht, echt. Das mache ich jetzt öfter. Ich suche mir einfach so ein paar Sachen raus und erst dann rufe ich meine Mutter an. Ja, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kinderarbeit in der Textilbranche oder sowas. Finde ich auch grauenvoll. Oder was meinst du, Stu? Finde ich furchtbar, aber es gibt jemanden, der was dagegen tut. Ja. Er tut's, wenn auch nicht ganz freiwillig. Also, naja, also wir reden über Zoolander, der Komödie aus dem Jahre 2001 von und mit Ben Stiller. Und es geht um das Supermodel Derek Zoolander, der unglaublich gut aussieht. Er einfach den perfekten Blick hat. Die Welt wartet auf seinen Blue Magnum. Aber leider. Nur Magnum. Was? Nur Magnum. Nein, Blue Steel ist der alte. Blue Steel ist der alte, okay. Magnum ist der neue. Aber egal. Egal, ist immer dasselbe. Das ja, auf jeden Fall, Derek ist super schön, leider aber auch super hohl in der Birne. Das kennen ja Leute, die schön sind, die sind einfach sehr dumm, deswegen sind wir hier vier alle sehr hässlich. Und deswegen machen wir einen Audio-Podcast. Genau. Und haben auch die Kamera aus und alles. Und er wird missbraucht von einem Modeschöpfer namens Mugatu, der sowas ist wie der ultimative Superstar der Modebranche oder der Modeschöpferbranche, weil der Premierminister von Malaysia gesagt hat, bei uns wird jetzt Kinderarbeit verboten, was natürlich scheiße ist, weil 90% der Mode wird halt eben in Malaysia hergestellt von Kindern. Und deswegen wird Derek darauf konditioniert, unwissentlich natürlich, dass er den Premierminister umbringen soll. Und das ist halt Zoolander. Eine total abgefahrene, total dumme, total infantile, aber wie ich finde, dabei auch unglaublich unterhaltsame und spaßige Komödie. Und war leider weit entfernt bei mir von einer Erstsichtung. Ja, bei mir auch. Ich muss auch sagen, es ist auch der einzige Film, den ich jetzt für diesen Cast nicht mal gucken musste, weil ich den, glaube ich, vor irgendwann dieses Jahr nochmal gesehen habe. Einfach so aus Bock. Ich habe ihn gerade nochmal geschaut und ich glaube, es war meine Zweitsichtung. Also ich habe den schon mal gesehen vor 5 Jahren oder so, fand ihn ganz lustig und jetzt habe ich mir nochmal angeschaut und fand den immer noch lustig. Ich habe den ja damals, als er ins Kino kam, geguckt, an Heiligabend. Ich hatte damals immer so die Angewohnheit, an Heiligabend ins Kino zu gehen vormittags. Und ich fand den damals total scheiße. Ich fand den wirklich total scheiße und ich habe ihn dann, glaube ich, 5, 6 Jahre später dann auf DVD gesehen und dachte mir, was für ein großartiger Film. Und das habe ich bei Komödien oft. Also ich weiß auch noch, die erste Sichtung von Anchorman fand ich ihn auch grottenschlecht. Oh. Und dann bei der zweiten Sichtung dachte ich, boah, großartig. Dann freue ich mich ja auf 5 bis 6 Jahre. Ja, nicht, es ist, nicht ganz so schlimm, aber... Da will jemand aufmucken. Ja, aber für das haben wir dich eingeladen. Okay, Paul, nur wir beide. Nee, aber ganz ehrlich, ich kann nachvollziehen, dass man diese Art von Film nichts anfangen kann, weil das ist schon eine sehr spezielle Art des Humors. Also das ist halt wirklich Blödelhumor durch und durch. Ich war damals super überrascht, als ich den sah, 2000 und... Und festgestellt hast, du bist nicht blind. Ich kann ihn ja, sowas in der Art. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass mich der Film so zum Lachen bringt, weil ich eigentlich dachte, ich bin mehr als das. Ich bin gebildet. Hör gut zu, Paul, hör gut zu. Ich bin gebildet, ich bin ein Student oder irgendwie sowas in der Art. Und dann habe ich den gesehen und der hat mich halt nach 15 Minuten erlegt, dieser Film. Tatsächlich. Erlegt. Spätestens als die viel zu kleine Schule, die dreimal so groß werden muss, kam, habe ich gedacht, was ist das für ein Humor? Ich will viel, viel mehr davon. Und ja, ich glaube, das ist so auch ein bisschen Wegbereiter dafür gewesen, dass mir Anchorman so saugut gefällt. Ich muss sagen, das ist so eine Mischung aus, weil Anchorman, finde ich, ist einer meiner Lieblingsfilme und ich finde es cool, wenn so ein Film, ich meine, Anchorman ist super blödelmäßig, aber der hat ja doch auch noch so ein, da zieht sich's halt mega durch, dieses Thema Chauvinismus hatten wir schon in unserem Chauvinismus-Cast großartig besprochen, großartig hatten wir es gemacht.
Auf jeden Fall. Hier hast du halt auch noch ganz schön. Großartig. Das war super. Aber hier, das, wie gesagt, so blödelig der Film ist. Ich meine, eine Parodie auf das Mode-Business und so kann man jetzt, ist es ein bisschen und so dieses Thema Kinderarbeit ist natürlich auch sehr ernst eigentlich. Aber trotzdem ist der Film noch mehr blödel als ernstzunehmende Parodie, wie jetzt Anchorman. Der ist so ein bisschen dazwischen. Also es gibt diese nur Blödel-Filme, sagen wir mal Oldschool oder so. Und dann gibt's halt, und den finde ich so dazwischen. Und ich bin eigentlich nicht so der große Fan von diesem super Blödel-Humor. Also das mit dem Haus da zum Beispiel, da passen doch gar keine Kinder rein. Oder, Bulimie, du kannst Gedanken lesen. Oder noch so zwei, drei andere, wo halt dann, wie blöd er denn eigentlich ist. Also wenn die so blöd sind. Mir fällt jetzt da kein Beispiel mehr ein, wo er dann halt immer Sachen falsch buchstabiert oder so und sowas. Großer Laudida Dido werden will. Ja, sowas, das locken wir jetzt nicht halt so. Großartig hin. Ist es die Szene, wo er dann kurz wieder bei seiner alten, also bei seiner Familie lebt, die halt im Bergbaugeschäft ist und er sich abschminkt und du siehst dann, dass da so das letzte Fitzelchen dann abgeschminkt hat mit so ein bisschen Watte und dann schwenkt die Kamera rechts und siehst diese Tonne, die bis oben voll ist mit so schwarzen Wattestückchen. Großartig. So. Überhaupt ein Meerjungmann. Sorry, aber damit kriegst du mich halt echt jetzt schon wieder, bin ich überhaupt dran. Nässe ist die, nee, wie Feuchtigkeit ist und die Essenz von Nässe. Ja, so zwei Stunden geschmiert. Ich musste schon auch öfter lachen. Aber ich glaube, er hätte in der Gruppe für mich besser funktioniert. Keine Ahnung, wenn ich noch irgendjemand daneben gehabt hätte oder so und ihn nicht hätte alleine gucken müssen. Ja, man muss ja sagen, wir hatten ja damals nichts. Jetzt, aber ey, ganz ehrlich, Paul, der Film kann nichts dafür, dass du keine Freunde hast. Nein, also ja. Ich muss sagen, also die, ich sag mal so, die erste Hälfte, die fand ich echt, also die war für mich schon ein bisschen anstrengend. Die erste Hälfte? Die war mir, okay, die war mir zu doof. Ja, denn so, also, ja, ungefähr, sobald es dann nämlich zu dem Ding kommt, was man dann, also richtig in diese Verschwörung richtig eintauchen, sobald sie da diesen einen Typen da treffen und der die in dieses Ding einweiht. Agent Mulder. Den einen Typen, der sie in das Ding einweiht. Das muss aber ein bisschen spezifischer werden. Das Handmodel. Ach so, hey, stimmt, bevor du weiterredest. Das ist ja auch noch ein großartiger Punkt bei dem Film. Also, was hat das für ein Star-Aufgebot, dieser Film? Das ist ja schon großartig. Also, ich habe mal nachgezählt, im Abspann sind, glaube ich, 32 Leute, die als him oder herself gelistet werden. Außer, ist euch aufgefallen, dass, Mensch, wie heißt sie, die großartige Supermarkt-Diebin. Mensch, Winona Ryder. Wieso steht die im Abspann? Sie ist keine Schauspielerin, sie ist eine wunderbare Taschendiebin. Ich habe sie nicht gesehen. Naja, egal. Das ist mir nur aufgefallen. Negativ. Naja, die meisten Schauspieler kommen wahrscheinlich von der Anfangsszene, oder? War da nicht sogar Trump drunter? Ja, Trump ist sogar der erste Profi. Ja. Ja, und dann wurde es für mich aber tatsächlich interessant, denn wenn er das dann so alles auftröselt mit dieser ganzen, was hinter der Mode steckt und überleg doch mal, weil das hat dann, da hatte ich schon einen, ja stimmt, also irgendwie hat die Verschwörung, ich will nicht sagen, dass sie funktioniert hat, aber irgendwie hat sie sowas Ähnliches ausgelöst. Gott, ich sehe die schon, du hast Zuländer geguckt, du bist danach im Darknet verschwunden. Genau, schon auf Telegram, der Paul. Und dann da habe ich mir so gedacht, ja genau so muss das heutzutage auch funktionieren. Ja, das stimmt. Ja, wer weiß. Ja, also er hat halt wirklich Szenen, die ich wirklich richtig famos finde, auch weil die einfach so offensiv blöd sind. Also alleine diese Orange-Mocca-Frappuccino-Party, ja, wo sie dann mit Wham-Musik dann volltanken, großartig. Ich mag auch bei dem Film so Szenen, wenn sie halt über dieses Modebusiness und so, wenn sie dann so epische Reden schwingen, so, jetzt hör doch mal, wir Models, wir tun einen wichtigen, wir geben Leuten Hoffnung und wir sagen ihnen, was sie anziehen sollen dazu. Wo er sagt so, hey, ich habe jetzt einen totalen Gesinnungswandel und ich will Leuten helfen und so, aber wir helfen doch Leute, keine Ahnung. Also, wenn die dann so in ihrer Dummheit so geil pathetisch werden, das fand ich schon auch ziemlich witzig irgendwie. Es ist bei dem Film, ich finde es echt schwierig. Wie gesagt, das ist so viel funktioniert für mich dann nicht und so viel dann doch aus Gründen, die ich nicht benennen kann. Das ist echt ganz komisch bei dem Film. Du hast was gegen hübsche Leute, glaube ich. Das ist es. Das auch, ja. Also, was für mich nicht so wirklich funktioniert, ist Jerry Stiller.
Ja, das den sehe ich immer gern eigentlich oder beziehungsweise Ding, aber der ist mir da zu sehr einfach dieser creepy Agent. Der haut echt scheiß Sprüche raus, die mir unangenehm waren. Da hätte ich mal irgendwie eine anders gestrickte Figur vielleicht eher gewünscht, aber... Mhm. Der hat zum Beispiel so Lines, also so Dings, wo ich mir immer denke, so den Humor mag ich jetzt nicht. Also wo er dann sagt so, hey, meine Prostata ist schon groß wie eine Wassermelone und ich muss jetzt endlich mal pissen und so. Das reißt mich dann immer raus, wo ich mir denke, so halt dein Maul. Das ist dieser Altherrenwitz, ne? Ja, aber das taugt mir gar nicht. Also immer wenn der irgendwelche Sprüche losgelassen hat, dachte ich mir so, halt dein Maul bitte, nächste Szene, ich will Will Ferrell sehen. Keine Ahnung. Ja, richtig, da muss ich auch sagen, Will Ferrell fand ich großartig, aber so wie du es gerade beschrieben hast, ging es mir eher bei Ben Stiller, aber ich mag ihn auch nicht so besonders. Beziehungsweise ich mag seine Figur nicht. Ich sehe ihn wirklich an, dass er da Freude dran hat oder so. Aber ich kann ihn in wenigen Filmen tatsächlich so was, trifft's meinen Humor oder trifft's meinen Geschmack, wenn ich ihn sehe. Ja, das finde ich auch ganz komisch. Ich meine, Ben Stiller und Owen Wilson, ich mag ja zum Beispiel Verrückt nach Mary, finde ich großartig. Und hier Owen Wilson ist doch auch in meine Braut, ihr Vater und ich dabei. Den finde ich auch großartig. Also die haben wirklich Verrückt nach Mary oder meine Braut, ihr Vater und ich haben ja nicht mal diese Kritikebene von wegen Modebusiness oder so, wo sie sich über eine Branche lustig machen, die ja hier schon da ist, haben die anderen ja gar nicht. Den Humor mag ich teilweise schon sehr gerne, auch wenn es mal albern wird. Aber da war halt echt auch vieles dabei, wo ich nicht drüber lachen konnte. Das ist halt echt so eine Geschmackssache irgendwie. Ja gut, aber es ist ja ein komplett Ben Stiller-Film. Ja. Also der ist ja, glaube ich, Regisseur, Produzent, er ist eigentlich alles. Ja. Hauptdarsteller. Sein Vater spielt die Nebenrolle, seine damalige Ehefrau spielt diese Reporterin. Ich glaube, die ganzen Hauptrollen sind alles gute Freunde von ihm. Ne? Mhm. Also das ist schon wirklich ein reinrassiges Ben Stiller-Projekt. Ja, und da gibt es ja, wenn du da jetzt Vergleiche nimmst, gibt es eigentlich maximal vielleicht nur noch Tropic Thunder. Ich weiß, der ist auch großartig. Dodgeball hat er eher, glaube ich, gar nicht Regie geführt, gell? Nee, ich glaube, den hat er produziert höchstens. Das ist schon so eine Clique, gell? Das ist schon, das und die bringen halt manchmal großartige Sachen raus. Fred Pack werden die genannt. Stimmt. So ein bisschen was wie der Telehorst, nur in reicher und cooler. Ja. Bisschen erfolgreicher. Ja. Ja, sowas gibt's ja auch neue. Also ich meine, diese ganzen hier mit Seth Rogen und diese Clique da so ein bisschen. Wie heißt der andere? Der kleine Dicke mit den Locken, der jetzt nicht mehr dick ist und auch mal ernste Rollen gemacht hat. Jonah Hill. Genau. Das ist ja so ein bisschen die Richtung, dass du halt einfach so eine Gruppe von eingeschworenen Leuten hast und die hauen halt ewig viele Filme raus und da ist halt einer davon ein Meisterwerk, einer davon ist eine Vollgurke und ich würde den Film hier so in der Mitte verorten irgendwie. Hatte er damals bei der TV-Spielfilm auch. Einen Daumen zur Mitte. Ich war vor 10 Jahren mal bei der TV-Spielfilm-Redakteur. Jetzt kann ich es sagen. Was? Ich habe vor 10 Jahren die TV-Spielfilm noch im Abo gehabt, glaube ich. Verschwörungstheorie. Nein, ich mochte immer die TV-Movie mehr, weil diese Sterne fand ich schöner als die Daumen. Nee, die TV-Movie, was denn den ganzen TV-Movie ist scheiße. Also bei der TV-Spielfilm hatte ich immer das Gefühl, okay, die kommen aus demselben Verlag, so wie die Cinema. Das heißt, da kann man noch ein bisschen was zu die Kritiken für voll nehmen. Aber bei TV-Movie, die haben ja alles einen roten Stern gegeben, was irgendwie über 90 Minuten ging. Also nee. Aber die TV-Movie hatte irgendwann den TV-Movie-Schnellfinder an der Seite. Hallo. Ja, weißt du noch? Ja, aber den hat man mit unseren Daumen nicht vernünftig benutzen können. Na egal. Ach, das war noch Zeiten. Hey. Was ich übrigens auch schön finde bei dem Film, ist, man merkt halt auch, dass der aus den Anfang der 2000ern kommt, weil dieser Gag mit diesen kleinen Handys, das war ja damals wirklich so. Dein Handy, je kleiner, desto besser. Und es gibt jetzt auch Zoolander 2, der nicht so toll ist, aber da sind die Handys halt riesengroß. Der kam, glaube ich, erst letztes Jahr oder so raus, kann es sein? 2 Jahren, glaube ich. Ja. Der ist auch ziemlich gefloppt und der ist nicht so toll, aber man kann ihn sich angucken. Aber ich möchte hier Paul zu nichts zwingen. Ja, wenn Paul dann wieder mal zu Gast kommt, dann gibt es Zoolander 2. Ich habe jetzt schon durch diesen Horst, habe ich jetzt eine Watchlist von Stay, das Remake von Jacob's Ladder und Zoolander 2. Oh Gott, schon wieder so viel zu gucken. Ich würde mal darauf tendieren, dass Stay der beste Film ist. Das kann gut sein, ja. Aber du wirst am wenigsten lachen bei Stay, glaube ich. Ryan Gosling guckt traurig. Ja, nee, aber ich mag ja Ben Stiller eigentlich gern und ich finde, dass das so der Zeitpunkt war, wo er am stärksten war. Ich mag die Ben Stiller so 2000 bis 2005, das
mag ich. Ich liebe Dodgeball und ich liebe die Mystery Man und ich liebe Zoolander und keine Ahnung. Kam denn verrückt nach Mary eigentlich, oder? War das nicht einer der ersten? Ja, da war er. Nur als Darsteller. Ja, genau. Ja. Also für mich stimmt, das waren die Farelli-Brüder. Ja, für mich sein Magnus Opum ist, glaube ich, wirklich Tropic Thunder. Den finde ich echt famos. Ja, genau. Den fand ich, da fand ich ihn auch toll. Also da muss ich sagen, ja doch, da konnte ich mir ihn angucken. Und ich fand ihn noch in Royal Tenenbaums. Ja, aber gut, das ist halt Wes Anderson. Ja, Regisseur lag als Spieler halt mit. Ja, ich glaube, daran liegt's, dass er mir dann nicht so aufgefallen ist. Ich mag Wes Anderson nicht, so habe ich es gesagt. Du darfst es auch ruhig noch laut sagen. So. Okay, ich mag Wes Anderson. Ich kann jemand mal dem Typen sein Geodreieck wegnehmen. Das nervt nur noch. Jetzt immer du mit einem scheiß Geodreieck. So, ich möchte die Aufnahme jetzt beenden. Das ist aber nur so, der macht halt Filme mit Geodreieck. Das hast du jetzt gleich schon viermal gesagt in unserer Horst-Geschichte. Wir haben noch nie einen Wes Anderson-Film gesprochen. Du gehst pro Horst viermal aufs Klo, also bitte. Ja, ich muss gleich schon wieder, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Und ich mag gar nichts. Also ich, wie gesagt, meine Brautefan und ich, da habe ich mich damals schief gelacht und ich würde jeden Ben Stiller einem Adam Sandler-Film vorziehen. Apropos Adam Sandler, den hasse ich ja eigentlich wie die Pest, außer der hat jetzt da gute Filme, so ernsthafte Filme gemacht. Hat eigentlich Ben Stiller auch ernsthafte Filme? Also diesen Walter Mitty habe ich hier komischerweise im Regal stehen, habe ich noch nicht geschaut. Ja, aber Walter Mitty ist ja eher so ein Big Fish. Ja, und der ist scheiße. Also da, das ist ja kein ernster Film in dem Sinn, dass du sagst, der erlebt da irgendwie, keine Ahnung, bloß dramatische Sachen, sondern ist ja eher ein Märchen. Ja, aber es ist so eine leichte Komödie. So sagen wir mal Truman Show von Jim Carrey. Also er hat ganz früher mal einen Film gedreht und auch mitgespielt, Permanent Midnight heißt er, da spielt er einen Junkie. Den habe ich nicht gesehen. Dann hat er bei Empire of Sun. Greenberg hat er mitgespielt. Greenberg, genau. Das ist, ich weiß nicht, inwiefern man, aber es ist eine ernste Rolle, aber ich weiß nicht, ob man die jetzt so als mega dramatisch bezeichnen wird. Also er hat jetzt noch keinen psychopathischen Boxtrainer gespielt, der Leute erschießt oder so. Nee, der hat aber eine sehr schöne Miniserie inszeniert, Escape at Dannemora mit Benicio del Toro und Paul Dano, die war wirklich sehr, sehr gut. Oh, das und klingt gut. Die hat wirklich nichts von Ben Stiller, obwohl er sie inszeniert hat. Also das ist eine Empfehlung. Er ist ein sehr, also ich würde ihn gern mal loben öffentlich, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass Ben Stiller in letzter Zeit sehr viele Indie-Geschichten mitproduziert hat oder Kohle in Sachen mit reingesteckt hat, die mir gut gefallen. Submarine, ne? Vor zwei Aufgaben erst. Daran muss ich gerade denken müssen. Stimmt. Ich habe gerade überlegt, hey, in wo habe ich den letzten in irgendeinem Abspann mal gelesen, wo er nicht dabei war, was ich geil fand, das war Submarine, dankeschön. Bei dem Dinner in America, hat den jemand gesehen? Nee. Der war jetzt das Centerpiece beim auf dem Fantasy Filmfest, oder? Ist auch ein total toller Indie-Film über so ein, ich würde sagen, Bonnie und Clyde-mäßiges Gangsterpärchen, bloß halt eher auf Punkrock getrimmt. Toll, 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 toll. Aber ist auch von Ben Stiller als produziert. Also er ist, wie sagt man, ein cinephiler Mensch anscheinend. Ja, es kommen ja auch hier viele Filmzitate, weil ich meine, dieses 2001 war ja natürlich sehr offensichtlich, wo sie da auf dem Computer rumhacken mit dem Knochen noch und übrigens, so. Ich konnte ihn da verstehen. Ich habe mal angefangen, in der Werbeagentur zu arbeiten und ich habe vorher noch nie mit Mac gearbeitet und ich werde an meinen Platz gebracht und dann wird mir gesagt, dann mach mal den Computer an, wir reden dann gleich später weiter und ich saß mit diesem Ding, ich wusste nicht, wie dieses Scheißding angeht. Knochen draufgehauen. Als was hast du da gearbeitet? Es ist klären später. Aber Werbetexter. Ich habe geil. Machen wir eine Agentur auf, Stu? Mit Max, mit Paul ist auch dabei. Okay, ich bin dabei. Auf jeden Fall kurz drauf, wo dann Ben Stiller, glaube ich, mit seinem Vater, also in Real, wie heißt der in dem Film? Keine Ahnung. Ernie Ball, dieser Agent. Oder so, da hat er doch so eine Szene, wo, glaube ich, er dann von ihm sich abwendet oder so. Also dieses bisschen väterliche Gespräch. Kam dann nicht kurzzeitig auch so eine Der Pate-Melodie irgendwie? Ich hatte das Gefühl, in kürzester Zeit kommen da ganz viele so Filmzitate aus so Klassiker und das fand ich ganz lustig eigentlich. Aber weil du gerade gesagt hast, cinephil, glaube ich auch, guter Mann. Hm. Ja, ich werde ihm nie was vorwerfen. Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit. Ja, muss auch nicht aufs Klo. Fangen dann gleich mal an und gebe ihm
wirklich gute 3,5 Punkte. Ich mag ihn sehr. Ich kann verstehen, wenn man den mit dem Humor nichts anfangen kann, weil es gibt eben auch Menschen, die haben keinen Humor. Ist halt einfach so. ja, und was die Verschwörung angeht, ist es natürlich schon irgendwie, ja, ich gebe mal nette 2 Punkte. Aber hey, die immerhin, Verschwörung ist wichtig. Immerhin. Die trägt den Film. Ja, immerhin muss man sagen, dass er ja schon, das ist schon ein ernstes Thema, was da angesprochen wird mit Kinderarbeit. Eben, ne? Eben. Also von daher gehe ich 2,5 für die Verschwörung. So. Ich würde sogar so weit gehen, ich gebe der Verschwörung 3,5, denn, also so albern das alles ist und so, ich glaube, da gibt es wirklich dunkle Geschichten, also wo wirtschaftsgetrieben irgendwie solche Sachen, also ich meine, keine Ahnung, aus wirtschaftlichen Interessen da irgendwelche Leute erpresst oder sonst was werden. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr ernstes und dunkles Aber Thema. Aber Frage, wo hast du ein Kartenspiel eigentlich herstellen lassen, Andi? Darauf bin ich eingehen. Nein. Bei Friedmann Druck. Ich glaube, ich habe vergessen, wo die sitzen. Ich glaube, irgendwo in Würzburg oder so. Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht mehr. Friedmann Druck Solutions. Könnt ihr googeln. Ein deutsches Unternehmen. Ja, aber arbeiten da auch nur Deutsche? Ja, genau. Und das klingt jetzt nur ein bisschen nazimäßig, Max. Ne? Echt. Das ist irgendwie keine Ahnung, wie man es ausdrückt. Oh, so, ey, ich habe letztens, ich mache hier gerade, darf ich natürlich alles nicht erzählen, aber ich hau das jetzt alles raus, pass auf. Ich mache jetzt gerade Umschlaggestaltung für. Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Ich schneide später vielleicht raus. Und das Lustige war, dann habe ich denen eine PSD angeliefert, also eine Photoshop-Datei, weil ich dachte, ja, dann können die sich die Ebenen rausziehen, passt schon und so. Dann hieß es, hey, das geht so nicht. Das, glaube ich, ist zu kompliziert, weil das wird alles in Indien zusammengebaut von den Grafikern. Da dachte ich mir auch so, was soll die Scheiße, Leute? Also wirklich, das ist echt, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das schneide ich raus. Okay. Mal, aber das merke ich mir jetzt für meine kommenden Verschwörungstheorien, die ich dann auch verfilmen werde. Ich finde, weil Durst Express will ja mit uns nichts zu tun haben anscheinend, deswegen brauchen wir einen neuen Sponsor. Aber wir können dann Selbstwerbung machen, nämlich für Andis tolles Horror-Halloween-Kartenspiel. Ja. Es ist ja bald Weihnachten und ich glaube, dass da draußen einige horroraffine Schafkopfspieler sind, die sich sehr darüber freuen würden, mit Hellraiser, Freddy Krüger und King Kong irgendwie Karten zu spielen. Wir verlinken es dann in den Shownotes. Ja, man kann mit denen auch mal Maus spielen übrigens. Das war nämlich das größte Problem, dass ich jetzt, sagen wir mal, über die Grenzen Bayerns hinaus Leuten das geschickt habe und die halt gefragt haben, wo ist diesen Schafkopf? Also die haben dann nicht bayerisch geredet, logischerweise. Aber die haben dann immer gemeint, Mau kann man damit ausspielen, das passt schon. Aber genug der Eigenwerbung, ich gebe dem Film auf dem Radar zwischen Gurke und Meisterwerk auf den Komödien irgendwo so in der Mitte, in dem oberen Mittelfeld. Also ich würde 2,8 geben, wenn das erlaubt ist. Nein. Ein Hang. Okay, nee, dann sage ich 3. Dann sage ich mal 3. Okay, Entschuldigung. 3. Ich fand den schon amüsant. Manchmal fand ich die Sprüche ein bisschen zu blöd. Wie gesagt, dieser Jerry-Typ, der hat mich einfach nur genervt. Aber ich mochte die Cameos und Owen Wilsons Gschau. Alter, finde ich so lustig. Der Typ, ey. Naja. Ja, also, ja, also ich bin jetzt von jetzt an immer ein bisschen skeptisch, wenn du mit mir immer irgendeine Komödie besprechen möchtest. Wir haben ja schon QB Halloween zusammengeguckt. Der war ja schon großartig. Und also Zoolander, ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß bei Zoolander und ich habe auch bestimmt mal geschmunzelt und wie gesagt, das mit der Verschwörung fand ich, also das hat zumindest ohne diese ganze Verschwörungssache hätte ich dem Film, glaube ich, einfach nur einen Stern gegeben oder so. Was, du vergibst Sterne? Oh Gott. Movie Star. Wir geben natürlich Orange Frappa Cappuccinos. So. Ja, genau das. vergebe ich 2. Okay. Genau, ach so, und der Verschwörung, ja, also, ich weiß ja nicht, was wir jetzt bewerten. Bewerten wir jetzt die Verschwörung an sich oder bewerten wir den,
den Verschwörungsglauben, ja, du kommst diese doch Verschwörungstheorie. Daher, ja, dir, machst dir so, och, wir können eine neue Bewertungsregel einführen. Dann, ich habe ja bisher immer die Verschwörungstheorie, weißt du, quasi bei einem Podcast, ja, der seit 25 Folgen plus existiert, kommst um die Ecke und sagst so, Leute, wir müssen was anders machen. Und wir netten drei Typen, die übrigens Humor haben, ja, sagen sich so, okay, nee, lass mit dir mal machen. Und jetzt scheiterst du an deiner eigenen Hürde, Paul. Also ich bin sehr enttäuscht. Also ich würde sagen, ja, wir brechen den Podcast hier ab. Pauls Film wird jetzt nicht mehr besprochen. Ich bin die Finger gebrochen, Paul. Ich vergib der Verschwörung jetzt. Ich gebe einfach jetzt 4 der Verschwörung, weil ich die Verschwörung an sich, beziehungsweise diese Glaube, die finde ich als Verschwörungstheorie, finde ich die gut. Also eigentlich nicht, aber ich finde sie... sie also, versteht ihr? Weil ich finde, sie... Du willst sie doch nur wieder einschreiben. Sie beschreibt das ganz gut, was jetzt auch in manchen anderen Köpfen... Ach, ich höre auf, Max, bitte. Über eine Verschwörungstheorie wollte er Stus Herz zurückgewinnen. Naja, gut, okay, egal. Also ich gebe Zoolander dem Film 4. Warum? Weil ich ganz einfach irgendwie in meinem Bauch eine 4 und in meinem Herzen, der liegt halt einfach im Regal mit der 4, liegt er in meinem Herzen. Hörst du das, Paul? Herz, Paul. Hm? Und die Verschwörungstheorie würde ich jetzt eine 3,5 geben, weil der Film würde ohne Verschwörungstheorie gar nicht existieren. Und die Verschwörungstheorie an sich finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich verstehe bloß einfach nicht, wie man nach einem einwöchigen Workshop bei Mugatu Spa, Day Spa Online, auf einmal den malaiischen Ding, aber da müsste man vielleicht bei Clockwork Orange mal nachfragen. Wunderbar. So, warte, ich habe kurz einen Frosch im Hals, kann irgendjemand übernehmen? Ja, wir reden jetzt über... Wird jetzt Pause gemacht oder so? Ach so. Okay. Warum? Wenn du... Ach so, willst du jetzt ich würde vorher machen? Schnell auch nochmal auf die Toilette gehen. Ach so, ja, dann... Wir reden dann einfach weiter. Ja, dann Andi, Paul, viel Spaß, geht aufs Klo, der Max und ich unterhalten uns ja bald weiter. Mhm. Ja, ich trinke Apfelschorle. Ich hätte übrigens tatsächlich vor 3 Tagen, als ich einkaufen war, beinahe eine Flasche Adelholzener Apfelschorle mir geholt. Ja. Hab's aber nicht getan, die war mir zu teuer. Wird irgendwann mal kommen. Ja, eines Tages. Bist du dann doch beim Jahr geblieben, oder? Ja, ich mag halt diese Rhabarber-Apfelschorle von Jahr, finde ich halt saulecker, wirklich. Ja, ich meine, mit Rhabarber kann Adelholzener echt nicht. Ich sehe da hier so Ding, das Einzige, mit dem Adelholzener punkten kann, sind die 55% Fruchtgehalt und wenig Kohlensäure. Also es ist eine Apfelschorle, bei der ich halt nicht aufstoßend durch die Gegend laufe. Und das ist schön. Kann es sein, dass wir jetzt Werbung für Adelholzener machen? Nee. Tillmanns. Für Tillmanns könnten wir Werbung machen. Das tatsächlich. Die haben jetzt eine Jogginghose, eigene Schuhe. Die haben jetzt irgendwie während dem Lockdown merchandise-mäßig ziemlich aufgefahren. Aber das nur am Rande. Ja, aber ich würde mir eher wünschen, dass die Kneipe frisches Bier mal wieder öffnen kann. Also, dass diese. Vielleicht würde ich echt gern Werbung für den Corona-Impfstoff machen. Vielleicht wäre das so eine Nische. Dass wir uns zu so Impfpaten machen lassen. So Influencer werden. Weißt du, wir. Das ist ja ein super Wortspiel, da kam noch keiner drauf. Das ist mir gerade eingefallen. Nicht schlecht. Werde Influencer. Das passt auch zum heutigen Thema, gell? Weil da musst du erstmal an den Verschwörungsheinis vorbei. Ja. Ganz ehrlich, ich stech eine Nadel durch jeden Aluhut, wenn es sein muss. Hauptsache, ich komme nächstes Jahr wieder im Biergarten. Ich will mein Radio und mein Obersten. So, ich bin wieder da. Ach, du warst auch weg? Ja. So, der vierte Mann ist zurück. Ja. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass ich auch weg war, nicht? Ja. Nee, aber du pinkelst ja seit neuestem nur auf Teppiche. Da merkt man es nicht. Was? Was meinen Teppiche? Nee, du hast dir einen Teppich in die Toilette gelegt. Andi ist mindestens so verwirrt wie ich. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Naja. Ich glaube, ich schenke dem Pawlitzki zu Weihnachten oder so eine Sitzbettpfanne. So. Eine Urinella. Oder ein Katheter. Ist Urinella nicht eine Spiritistin? Nee, Urinella war auch mal so eine Erfindung, damit Frauen im Stehen pinkeln können. Ja, klar. So eine Art Trichter vorne mit Lochen. Genau. Aber Urinella wäre auch ein gutes Pseudonym. Die Frau, die Fiat Lux gegründet hat, die hieß doch auch Urinella.
Fiat Lux, neureligiöse Bewegung. Jetzt schweifen wir mal ganz kurz ab, aber wir sind ja im Bildungsformat. Ach, die hieß Uriella. Ja. Uri Geller. Und nicht zu verwechseln mit Uri Geller. Ja. Also. Das ist doch der Typ, der in Matrix die Löffel biegt, gell? Ja. Genau. Kleine Junge. Stein, Stamm, Schalosch, wie er so heißt. Ja, genau. Oh mein Gott, das Leben. Naja, ja. Kommen wir jetzt zum Höhepunkt. Ja, ab nach Österreich. Ja. Warte mal, ich habe mir vorgenommen zu singen. Wunderschön, dass du mich heute schon den ganzen Tag... Ja, ich dachte ja wirklich, das ist so ein uraltes Lied und ich wurde dann eines Besseren belehrt, als ich denn dann, glaube ich, vor 5, 6 Jahren das erste Mal den dritten Mann gesehen habe, wurde mir erst bewusst, ach, das ist ein Filmscore. Okay. Da habe ich übrigens... Weil das wird ja gefühlt überall runtergelegt, was in Österreich spielt. Ne? Mind blown. Ja, wirklich. Da habe ich übrigens auch, das ist ja, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme und ich habe mir dann noch ein bisschen, Trivia Man hat wieder zugeschlagen und anscheinend hat Carol Reed auf irgendeiner Party oder so, bevor der Film losging, da muss ich nochmal recherchieren, kannte den wohl, er wollte den Film als Titelsong oder so und dann hat er da gespielt und dann hat er irgendwie auf einer Party den kennengelernt und dann entschieden, dass er ungewöhnlich war, wirklich den ganzen Film nur mit seiner Zittermusik von dem Anton Karas komplett unterlegen. Also das war eine relativ spontane Entscheidung, meiner Meinung nach eine gute. Aber ganz ehrlich, ich würde mir heutzutage öfter wünschen, weniger Hans Zimmer, mehr Hans Zitter. Yes. Oder Hans Harmophon. Wunderschön. Oder Hansi Hinterseher. Ja. Aber ja, Paul, dann nimmst du diesen Film mit, der gefühlt 3-mal so alt ist wie du, wenn es überhaupt reicht. Ich glaube, das reicht nicht. Wie alt bist du denn, Paul? Nee, es reicht nicht. 20. Okay, na dann. Gott sei Dank, er ist doch nicht minderjährig. Ja. Ich hatte kurz ein bisschen Angst. Also. Ja, ich habe Der dritte Mann mitgebracht. Ein, Filmklassiker, oder? Dezent. Oh, nö. Dezent. Kennt kaum jemand. Ja, soll ich kurz sagen, worum es geht? Ja, komm. Es geht um den amerikanischen Schriftsteller. Ja, der kommt zu einem alten Freund, kommt der nach Wien, der hat ihn dahin eingeladen und hat was für ihn quasi. Und aber als er in der Stadt dann ankommt, bemerkt er, dass dieser Freund, der Harry Lime, wohl gestorben ist. Und ja, theoretisch kommen wir, also ich finde, in diesem Film sind eigentlich sogar mehrere Verschwörungen versteckt. Eine Verschwörung, würde ich sagen, die dreht sich direkt um den Titel des Films und eine Verschwörung, die dreht sich dann um Harry Lime an sich. Mhm. Das stimmt. Zwei sind mehrere. Moment. Danke. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mehr zu der Handlung jetzt sagen soll, weil da werden wir jetzt so oder so wahrscheinlich drauf eingehen, wenn wir über Verschwörung oder über den Film an sich. Wir fahren nach Wien. Nein, in erster Linie fahren wir nicht nach Wien. Wir fahren in das Wien, in das zerbombte Nachweltkriegs-Wien, welches in, man lernt ja ein bisschen was, in 4 Sektionen unterteilt war, wie Berlin. Ne? Das kriegt man da mit. Und das spielt ja auch hinsichtlich des Films dann ein bisschen eine Rolle, denn anscheinend ist es so, dass man da in Wien gar nicht so einfach von einer Sektion in die nächste rüberrutschen konnte. Weswegen sich am Ende Harry Lime ja in einer Sektion ganz gut verstecken konnte. Aber, auf was wollte ich eigentlich hinaus? Österreich. Ich halte mich noch ein bisschen zurück, weil wenn ich anfange, dann komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Deswegen lasse ich euch erstmal. Naja, gut. Also wir befinden uns halt in Österreich und was ich halt erst als allererstes sagen muss, ist dieser Charme, dass da halt wirklich schön wienerisch sprechende Schauspieler zusammen mit ich würde sagen, waren das damals schon Hollywood-Größen? Also Orson Welles durchaus. Ja. Joseph Cotten, bin mir jetzt ganz sicher. Schon. Also ich meine, der wurde ja produziert von David O. Selznick, auch wenn der nicht genannt wurde in den Credits.
Und David O. Selznick war ja auch ein ganz großer, der hat schon darauf geachtet, dass da bekannte Namen sind. Mhm. Also der Film würde heutzutage, glaube ich, mit Orson Welles, glaube ich, hauptsächlich vermarktet, wobei der gute Mann ja, glaube ich, gefühlt nur 20 Minuten im Film zu sehen ist. No. Ja. Aber wird immer heute wahrscheinlich auch als internationale Co-Produktion verkauft, oder? Joseph Cotten hat auch schon in Citizen Kane mitgespielt. Was? Joseph Cotten, oder wie heißt er? Der hat doch schon in Citizen Kane mitgespielt. Also das waren ja schon die zwei Pferde, kann man sagen. Ich meine, die anderen, das sind ja alles, der Cast ist so großartig, aber jetzt die meisten sind ja dann doch eher österreichische oder, ja. Ja, ich weiß nicht, wo sie die Österreicher her hatten. Das ist halt so ein bisschen Volkstheater oder was, ich weiß es nicht. Was so der österreichische oder der deutsche Film damals überhaupt noch zu bieten hatte. Nee, ich habe ja einen, also den habe ich nochmal gegoogelt, weil der ist halt einfach so ein scheißgeiler Dude. Ernst Deutsch, schöner Name. Genau, der diesen, ich weiß gar nicht, wie heißt der denn im Baron Film nochmal? Baron Kurz. Und der, das fand ich einen schönen Brückenschlag zum letzten Thema, denn der hat ja schon in... Einen schönen Stuhl. Genau, in den 20ern in Der Golem und Von morgens bis Mitternacht in diesen expressionistischen Klassikern mitgespielt. Also, dass der da in diesen ganzen, in dieser deutschen expressionistischen Strömung, schon durchaus bekannt war. Da haben sie schon wahrscheinlich gute Leute. Gerade nicht. Und man darf halt nicht vergessen, wie wichtig das deutsche Kino oder das österreichische Kino halt so 1910, 20 gewesen ist. Mhm. Von daher glaube ich, dass es nicht so schwierig war, da irgendwelche Österreicher zu bekommen. Weil ich habe bloß irgendwie gedacht, dass vielleicht, keine Ahnung, die Leute alle aus, weiß ich nicht, die eine Hälfte waren Nazis, die andere Hälfte ist vor Nazis geflüchtet und wie es halt immer so ist, weißt du? Mhm. Ja. Hab mich sehr gefreut auf jeden Fall. Ja. Ich habe den Film das erste Mal, wie gesagt, vor 4, 5 Jahren gesehen auf Blu-ray. Und ich war erschlagen davon, wie unglaublich toll der aussieht. Unglaublich. Oh ja. Also das ist so wirklich für mich Paradebeispiel, warum Schwarz-Weiß wirklich immer noch sensationell ist. Ja, definitiv. Ich habe ihn auch vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und übrigens auch, weil Orson Welles drauf stand. Weil ich den einfach finde. Und selbst wenn er hier nur so ganz kurz vorkommt, ich finde ihn einfach grandios. Und dann war ich auch, wie du gesagt hast, von diesen Bildern, wie mit Licht und Schatten und dann auch mit dieser Kulisse des Nachkriegs Wien gespielt wird. Ich habe den Film, glaube ich, ich habe ihn vor 15 Jahren beim Englisch-LK gesehen und ich habe einmal schon beim Telehorst, ich weiß nicht mehr, meine damalige Englischlehrerin, die Frau Sauer, gegrüßt und ich weiß nicht mehr, welchen Film wir da hatten, aber ich habe ja schon mal angesprochen, dass wir bei der dann irgendwie abseits des Unterrichts öfter mal so Filmklassikerabende gemacht haben und die hat uns damals ja drin. War es wahrscheinlich Roadhouse. Genau. Ja, ziemlich sicher. Kann eigentlich nur Roadhouse. Nee, genau. Die hat uns den damals gezeigt und ich glaube, ich habe mir da relativ kurz danach auf DVD gekauft. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich mir die 3,50 Mark sparen konnte, dieses Mal hier bei dem Podcast. Aber seitdem, ohne Scheiß, ich schaue mir den Film, glaube ich, einmal im Jahr an. Hey, ich liebe den Film. So großartig. Ich habe ihn auch nochmal jetzt angeguckt und ich war sogar noch ein Stückchen mehr begeistert als beim ersten Mal. Der hat halt so auch dieses Film-Noir-mäßige, ne? Also nicht nur dieses Schwarz-Weiß, aber irgendwie alle Figuren agieren irgendwie mysteriös, seltsam. Die werden vom Schatten aufgefressen. Ja, genau. Dieser Holly Martins, der so ein Unschuldiger, der quasi so unverschuldet da mitten hineingerät. Und dann auch dieser Wechsel dann, weil zu Beginn ist halt Harry Lime so für ihn der große Held, sein bester Freund. Und deswegen finde ich diese Szene so stark, wo sie gegen Ende da in diesem Riesenrad sind. Super. Und du auch immer. Aber das ist so ikonisch einfach. Ja, aber du denkst auch jeden, also selbst, ich habe ihn jetzt auch vor 2 Tagen, glaube ich, zum 3. Mal gesehen. Und man weiß, wie er ausgeht, aber trotzdem, das ist so spannend, wenn die da in diesem Riesenrad sitzen und du weißt, der könnte mit einem Schwupps einfach darunter stoßen. Sensationell. Ja. Ja, vor allem das Geile ist, ich meine, der Film ist so alt, aber trotzdem bricht der sozusagen mit so Klischees. Also ich meine, was so Film Noir schon angesprochen, irgendwie ist es so witzig, weil ich meine, der Typ ist nicht nur unschuldig, also der Holly Martins ist ja nicht nur unschuldig, sondern der ist ja auch irgendwie ein Depp, also ein naiver Trottel. Und normalerweise hast du irgendwie in so Filmen dann einen coolen Detektiv oder so, keine Ahnung was. Aber hier, ich meine, geilste Szene ist ja auch, wo er dann, also ist ja auch, der Film ist ja auch sau witzig. Also ich finde die eine ja, richtig, der geilsten Szenen, wo er dann zu diesem Buchclub eingeladen wird, auch diese
Chef von dem Buchclub, dieser Typ, der ist auch so geil, dieser Schauspieler. Und wie sich der Typ dann da blamiert und alle gehen und so. Und der Typ ist ja echt so ein naiver Trottel. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man den da so ein bisschen in irgendeine Richtung deuten will, so was politisch und so angeht, dass der naive Amerikaner, der von nichts eine Ahnung hat, da in dieses total komplexe Geschehen reinkommt und so. Und ich habe dann auch in so einem geilen Audiokommentar, es gibt auf YouTube einen Audiokommentar von Steven Soderbergh und noch so einem Drehbuchautor, jetzt weiß ich nicht mehr, warte mal, ich hatte das, glaube ich, hier noch offen, habe ich mir vorher noch angehört, Tony Gilroy, die machen einen Audiokommentar zu dem Film und die sagen da echt viele spannende Sachen, das sind ja auch krasse Filmnerds, ich meine, Regisseur, Drehbuchautor, die haben da echt viel spannende Sachen zu sagen und es gibt anscheinend einen amerikanischen Cut, wo sie versucht haben, die Dummheit und Naivität von dem amerikanischen Hauptdarsteller so ein bisschen zu entschärfen. Also da fehlen so ein paar Szenen, wo der Typ unsympathisch, dumm oder halt einfach ja naiv rüberkommt irgendwie, weil das ja schon ungeil ist, dass der coole amerikanische Held, wie er sonst in Film Noir Klassikern rüberkommt, da eigentlich so ein Trottel ist. Und das haben die anscheinend wirklich in der amerikanischen Fassung versucht abzuschwächen. Er kommt ja eigentlich unter einer ganz anderen, also deswegen, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil er kommt ja unter ganz anderen Voraussetzungen ja nach Wien, mehr oder weniger als Erfolgloser, der jetzt mal wieder auf Jobsuche ist und von einem Freund halt ein Angebot bekommt. Und dann mehr oder weniger wie der Ochs vor dem Berg steht, dass der Kerl halt tot ist, vor 10 Minuten vom Auto überfahren. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wie würde es uns da gehen? Ja gut, aber er checkt ja auch zum Beispiel, was Andi gesagt hat, dass mit diesem Buchclub da, also diese Szene da, das checkt er ja auch nicht so richtig. Also da geht er ja schon sehr naiv ran. Er versteht ja die ganzen Hintergrund oder die ganze Situation gar nicht, in die er da reingeraten ist. Klar. Ja, ich finde auch lustig, also kommen wir ja gleich zu, die Schlussszene ist so großartig. Ich finde es halt auch super, weil normalerweise kriegt dann ja auch noch der coole Detektivheld noch die Frau und so. Aber das finde ich auch so geil, wie in diese Anna, oder wie ist das, Anna, doch, genau, stimmt. Wie die ihn halt immer geil abblitzen lässt und so. Und dann diese Schlussszene ist auch so traumhaft, ey. Weil er ist ja schon in einzelnen Szenen dann auch so geil von sich selbst überzeugt, wo er da zum Beispiel besoffen bei ihr einläuft und dann irgendwie so meint, so, ja, wie schaut's aus? Ich bin, der Harry Lime ist jetzt weg und jetzt bin ich da, wie wär's? Und so. Und dann einfach so, nee, verpiss dich, du Arschloch. Das ist so großartig, hey. Und diese Schlussszene, die ist echt so super genial. Einfach an ihm vorbeigeht. Sehr schön. Ich mag das, weil wie gesagt, ich finde schon, dass der Typ halt, er ist jetzt kein Unsympath, aber irgendwie auch schon. Naja, er ist halt, ja, aber er ist halt so naiv und der stolpert dann ja auch so einfach so in das Ganze rein und hat, und ist auch, also ich meine, Harry Lime, der kennt ihn ja auch und der denkt ja auch, er kann ihn jetzt so ganz einfach jetzt mal zu sich ziehen oder so. Und er sagt ja auch, komm, mach mit mir hier das Ding. Also der hat ja schon mit gerechnet, dass der jetzt vielleicht nicht ganz so alles hinterfragt und so. Und was ich auch noch großartig finde, ist, was ich auch ein bisschen untypisch finde, ist eigentlich generell dieser Plot, dass er halt irgendwie so ein Schmuggler ist für, wie sagt man, vermischtes, also verwässertes Penicillin und so. Und da haben sie anscheinend auch halt, beruht ja auf wahren Begebenheiten, sagen wir es mal irgendwie so. Und da sagen die auch in diesem Audiokommentar, sagen sie auch so, hey, das ist so ein Plot, den kannst du dir ja nicht ausdenken. Also jeder Drehbuchautor oder so, der ist halt vielleicht in der Mafia, keine Ahnung, Drogenschmuggel oder sonst was für einen kriminellen Background und so. Aber das ist obwohl es so unscheinbar oder so banal klingt, ich meine, natürlich ist es mega schlimm. Ich meine, wo sie dann ins Krankenhaus gehen und die Opfer von den Taten dann und so sehen, ist es halt schon natürlich heftig, aber trotzdem ist es so ein greifbarer, also ein realistischer Plot, der nicht übertrieben wirkt, also nicht so konstruiert wirkt oder nicht so klischeemäßig wie Mafia oder sonst was. Das wirkt so beiläufig irgendwie. Geerdet. Und das finde ich super. Genau, und das eben auch 1949 war das, glaube ich. Also selbst da, wo man jetzt vielleicht noch gar nicht davon reden konnte, dass jetzt so sich schon bestimmte Klischees so handfest etabliert hat. Ja, und auch, ich finde es halt auch so scheiß geil, weil ich meine, dieser Harry Lime, der ist ja schon super charismatisch irgendwie. Natürlich ist er ein Arschloch, weil er bringt Leute um oder verstümmelt Kinder und sonst was und so. Aber ich finde es so genial, wie er oben auf dem Riesenrad dann irgendwie halt, was ja auch stimmt, so von wegen, schau dir die an, da unten die Ameisen. Ich meine, die Leute in Power, also die Oberen, so, die treffen
die ganze Zeit Entscheidungen, wo kleine Leute drunter leiden. Wieso sollte ich das nicht tun, wenn es um mein eigenes, also er ist halt einfach ein Egoist, ein Realist, kann man sagen, keine Ahnung was. Also irgendwie finde ich diese ganzen Schlussfolgerungen da so, ja, nicht nachvollziehbar, natürlich nicht, aber trotzdem irgendwie so menschlich interessant. Ich finde das großartig. Ich finde schon die Einführung, wo er, also er ist wirklich nicht lang zu sehen, aber dann, wenn dann hier Holly Martins durch die Gassen geht und dann sieht man erst nur seine Beine oder so und dann fällt einmal, weil die eine da das Licht anmacht, das ist so geil. Dann sieht man ihn dort grinsend in der Ecke stehen. Also das sind für mich auch so einfach so ikonische Szenen. Also ich, bah. Ich meine, es kommt ja jetzt Ende dieser Woche ja dann Mank endlich auf Netflix. Und da, ja, da haben wir ja den Orson Welles dann auch drin. Den will ich auch sehen. Ihr habt ihn schon gesehen, nicht wahr? Ja, und ja, ich nicht. Man kann vielleicht so ein bisschen, Stu, vielleicht können wir ein bisschen anteasern, aber eine Sache ist mir jetzt beim Schauen vom dritten Mann tatsächlich wieder aufgefallen. Das ist, wie gut diese beiden Filme irgendwie miteinander funktionieren. Weißt du? Wie meinst du das jetzt einfach, weil du Backstory noch dazu bekommst? Nee, ich meine, es ist, also ich habe Mank ja vorher gesehen und dann sieht man so diesen Harry Lime Charakter, der Orson Welly ist und dann kommt halt noch mit dazu die Machart, wie halt Fincher praktisch dieses Kino von damals simuliert und das ist halt echt saugut, also ich glaube wirklich, ja, ich bin super erfreut gewesen, dass du den dritten Mann jetzt genommen hast, nachdem ich Mank dann gesehen habe, weil das irgendwie, keine Ahnung, das wirkt für mich sehr, sehr komplett alles. Auch wenn es miteinander gar nichts zu tun hat, aber. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Mank. Na, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe nur den Trailer gesehen und eben so die Machart und der Style und so. Ach, großartig. Ja. Ja, allein alle diese Verfolgungsszenen mit diesen Schatten in den Dingsen, so, ach Gott, keine Ahnung. Habe ich mir auch noch irgend so ein krasses Video angeschaut, wo sie halt alles zerlegen, also diese ganzen Machart, wo du das anschaust, denkst dir so, also diese schrägen Dings, die sind ja sehr auffällig, also diese Dutch Angles, wie man es hier versprochen nennt, bla bla bla. Und sehr cool ist halt auch irgendwie, dass immer der Fluchtpunkt, also wie gesagt, das fällt mir natürlich nicht auf, aber trotzdem denkt man sich die ganze Zeit, okay, das ist so ein Stilmittel, was halt aber schon natürlich passt zu dem Film, also diese, wo sie dann diese Verfolgungsjagden haben, dass das so eine Desorientierung ist und so. Und wenn man nur darauf achtet, dann fällt einem das auch auf, dass der Fluchtpunkt immer verdeckt ist und so, dass das noch diese Desorientierung und diese Konfusität, das ist kein Wort, ich weiß, unterstreicht. Und dann genau am Schluss halt dann zum Beispiel diese Schlusssequenz komplett symmetrisch mit dem Geodreieck gemacht. Fluchtpunkt in der Mitte, die Allee und so, das dann als gegenüberstellt und so. Also wie gesagt, das ist einfach super genial. Also von der Film-Dings auch. Und ich muss auch immer noch ein Dings, was ich auch geil finde, da kommen noch mehrere, aber eine geile Szene ist auch, wo du das erste Mal, also kurz bevor das erste Mal Orson Welles siehst, diese Kamerafahrt durch dieses Fenster, durch die Blumen durch, unten auf die Straße. Großartig. Was ich halt auch total interessant finde, ist die Figur des Holly Martins, weil der ist ja Autor von so Wildwest-Groschenromanen. Ne? Und dann ist er das erste Mal in der Situation, dass er jetzt der Held sein könnte oder kann. Und ich finde es ganz nett, was er dann auch mal so merkt, so okay, es ist gar nicht so geil, wie ich mir es immer vorgestellt habe. Ist so ein bisschen wie mit Paul und dem Horst. Jetzt ist er dabei, denkt sich so, Gott. Das ist auch super geil bei dem Film. Ich meine, das ist ja auch so Meta, wo er dann sagt, er schreibt gerade an einem neuen Buch, das heißt Der dritte Mann und so. Und wie du schon gesagt hast, er ist eigentlich ein Schreiberling von unglaublichen schlechten so Pulp-Geschichten eigentlich, aber steckt gerade selber in einer super Pulp-Geschichte, keine Ahnung, aber checkt's halt selber nicht irgendwie. Ist super Meta eigentlich. Geil. Ja. Ja, ich bin auch jedes Mal wieder begeistert. Und ich finde ihn auch von, also wenn ich mir jetzt Klassiker so angucke, die ich ja jetzt auch aufzuholen alle Versuche oder die meisten, dann lässt sich auch heute noch super schauen. Also ich finde den super zugänglich auch so und ich würde den jetzt auch Freunden zeigen, die jetzt vielleicht nicht so filmbegeistert sind oder die so deep in Filmgeschichte oder so drin sind, weil ich denke, der funktioniert heute auch noch. Ja, eben. Ja, ich muss leider sagen, ich habe eine andere Erfahrung leider gemacht. Verdammt. Ja, also
bei mir war es halt wirklich so, dass diejenigen, die den da geguckt haben, nach 30 Minuten gesagt haben, dass sie es langweilig finden und keinen Bock mehr hatten. Deswegen haben wir den dann ausgemacht. Es war eine sehr unschöne Erfahrung. Bist du mit den Leuten noch befreundet? Ja. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Nee, das ist lustig. Ich kann das bei dem Film auch nicht verstehen. Also ich meine jetzt bei Außer Atem, den wir so letztens besprochen haben und so, das ist halt auch so ein Ding, wo du den schaust und denkst dir so, okay, man kann wertschätzen, was der Film losgetreten hat und so Dings und so, aber er ist jetzt halt schon ein bisschen zäh oder so. Aber dem Film hier, ich bin da von Anfang an drin, finde alle Leute super spannend, super sympathisch, alle Nebendings und dann auch noch diese Sprachbarriere. Ich finde es halt super witzig, wenn dieser komische Portier dann da oben österreichisch redet und so. Mhm. Ey, ohne Scheiß. Herrlich, überhaupt das. Habt ihr den auf Deutsch gesehen? Bestimmt, oder? Dann dieses, nein? Okay, ich habe den auf Deutsch, und ich finde das immer so lustig, wenn die zwischen Deutsch und Englisch switchen, weil die sprechen ja auch Deutsch richtig in dem Film und dann ist ja also dann sprechen die ganze Zeit Deutsch und dann, wenn aber die andere Figur plötzlich anfängt Deutsch zu reden, dann wird auf Englisch geswitcht und dann redet die Hauptfigur plötzlich Englisch. Ach doch, stimmt. Ich habe ihn doch tatsächlich diesmal auf Deutsch gesehen, stimmt. Ja, doch. Aber ich habe ihn schon so oft auf Englisch gesehen, deswegen habe ich es gerade verplant. Stimmt, dann reden alle Deutsch und du checkst immer nicht, wann sie Deutsch reden und er es nicht versteht und so. Ja, stimmt, das war ein bisschen verwirrend. Ja, komisch. Ja, das finde ich, keine Ahnung, das hat noch so ein... Fand ich irgendwie sympathisch. Aber eine der obergeilsten Szenen, es gibt ja tausend geile Szenen in dem Film, aber Schlussverfolgungsjagd, eine der besten Szenen finde ich, wo dann Harry Lime so flüchtet und dann irgendwie so panisch in diesem Gang steht und dann siehst du diese ganzen Türen, nur den Schatten, da sind dann irgendwie 6 so Zugänge zu diesem einen Kanal irgendwie und dann hörst du, von allen Seiten kommen sie und er kann nicht weg und so. Und das Geilste ist, wie dann aus allen... Er weiß nicht, wo kommen die jetzt her, er weiß nicht, wo er flüchten soll. Und aus allen Gängen kommen die in verschiedenen Sprachen an, weil ja diese 4 Besatzungsmächte dann ihre Leute losschicken und dann hörst du aus dem einen Französisch, aus dem anderen Russisch und so. Ey, das ist so eine geile Szene. Weil das auch so krass klaustrophobisch ist und dann durch diese verschiedenen Sprachen, ey, da hat es mich... Es ist für die damalige Zeit einfach saugut, also wirklich, wie es du schon gesagt hast, das sieht halt so verfickt gut aus. Also ich weiß nicht. Hat ja auch einen Oscar für die beste Kamera, kann das sein? Wenn nicht, dann ist es eine Frechheit. Kommt auf die Konkurrenz an. Er hat Oscar-Nominierung, beste Regie, bester Schnitt... Und Oscar für die Kategorie beste Schwarz-Weiß-Kamera hat er bekommen, ja. Den hat er bekommen, ja. Kennt ihr eigentlich die verschiedenen Fassungen des Films? Also der David Old Selznick hat damals eine amerikanische Fassung anfertigen lassen, die irgendwie 10 Minuten kürzer ist, weil ihm es fiel nämlich... Ja, das ist ja wahrscheinlich das, was... War das nicht das, was Andy vor uns erzählt hat? Achso, da war ich gerade auf dem Klo. Ja, Anja hat es vor uns schon schön, ja, genau, weil ihnen die Darstellung da so ein bisschen missfallen hat. Ich hasse dich, Trivia Man. Das finde ich halt auch geil. Also ich hätte mal Bock, nur aus rein experimentellen Gründen, den Film, sagen wir mal, von einem, also neu vertonen zu lassen irgendwie, weil zum Beispiel bei der Verfolgungsjagd am Schluss ist ja gar keine Musik. Und dieses Thema, was du gerade wieder gesungen hast, ist ja doch sehr prägnant und so. Und das kommt ja auch oft irgendwie. Aber diese andere Zittermusik, die ist ja, also ich könnte jetzt nichts summen davon, aber die ist ja schon immer sehr stimmungsvoll. Und irgendwie bricht es ja auch so ein bisschen mit der Stimmung, weil die ist ja doch eher lustig und so ein bisschen jahrmarktmäßig. Was natürlich zu dem Riesenrad passt, ob die nur für uns Bayern oder Deutsche oder Leute, die halt echt nah an Österreich wohnen, so diese Assoziation weckt, ob die Amis da nicht ganz einfach irgendwie sagen, wow, was ist denn das für ein exotisches Dingsbums, wie wenn wir Didgeridoo hören würden. Oder? Also in meinem Stu-Cut würde ich bei der Verfolgungsjagd am Ende in der Kandidation entweder The Prodigy und mit Firestarter. Boah, geil. Oder aber Falco, der Kommissar. Out of the Dark. Genau. Genau. Hörst du die Stimme, die dir sagt? Ich hatte über mehrere Jahre hinweg einen Screenshot von der dritte Mann, wirklich als Desktop-Hintergrund. Nämlich die Szene, wenn er so mit den Handschuhen aus dem Kanaldeckel greift. Boah, ja. Und man sieht so an diesen Fingern so, dass er jetzt tot ist oder jetzt stirbt.
Großartig. Oh, das sind übrigens die Hände des Regisseurs, weil da gibt es auch lustige Hintergrundgeschichten, dass Orson Welles damals schon ein bisschen der Star, dass der halt immer relativ schwer ans Set zu bekommen war irgendwie. Eine faule Sau. Und dass sie halt wirklich nur, ja, nur die wirklich wichtigsten Szenen gedreht haben und am Schluss, also diese Gulli-Szene zum Beispiel, das sind die Hände von dem Regisseur gewesen. Krass. So. Ich meine, da gibt es ja Orson Welles natürlich nicht her in der Kälte da die Finger. Außer, und dann hat er später irgendwie Werbung für Champagner gemacht. Es war nicht großartig. David Duchovny als Handmodel. Ja, das ist super. Aber ich finde auch zu dieser Musik, also ich finde sie auch erstmal, also sie trägt halt ungemein zur Atmosphäre bei und auch dieses Leichtfüßige und dieses Beschwingte auch am Anfang, also das zieht sich ja wirklich durch, auch wenn er am Anfang zu dieser Beerdigung von Harry Lime geht, die ganze Zeit im Hintergrund und dem okay. Aber es wiegt einen ja auch immer so eine trügerische Sicherheit, ne, als Zuschauer, das finde ich auch ganz schön. Ja, also für mich war es dann so am Anfang, also schon da allein, dass diese Musik eben gespielt wird, wenn er dort auf dieser Beerdigung dann steht, das hat in mir zumindest schon beim erstmaligen bei der erstmaligen Sichtung so ausgelöst. Na, hä? Hast du nicht gedacht, ach, da haben wir jetzt den Soundtrack von der Schule des Manitou geklaut? Ich meine, wenn der neu verfilmt werden wird mit Josef Hader als Harry Lime. Der müsste eigentlich wirklich von Josef Hader oder David Schalko oder sowas dann verfilmen. Der hat schon auch irgendwie ein bisschen sowas Satirisches auch. Das muss in Österreich spielen. Der hat schon so einen richtig dreckigen, schwarzen Wiener Humor auch irgendwie. Ist das nicht auch schon mit der Szene mit dem kleinen Jungen, der ihn... Ja, eben, das ist geil. Ja, genau. Ein Gör. Ja, eben, und dieser Humor auch, der passt da auch ganz gut dazu. Also wie gesagt, wo der dann in diese komische Buchvorstellung läuft oder auch, weiß ich nicht, diese Ärgereien da zwischen den, der ist ja auch so geil, dieser britische, das ist der britische Polizist. Ja, der halt, Calloway oder wie der heißt, Major. Der Calloway, genau. Ja. Der ist ja auch super geil und da, der hat ja noch immer seinen komischen, ist das ein amerikanischer Soldat, oder? Ja, genau, der die Bücher gelesen hat. Ja, genau, das ist so witzig. Also wie, ja, erst poliert er ihm die Fresse und dann lobt er ihn für seine Bücher. Ja! Genau, ich finde das geil und wirkt irgendwie modern, also der Humor wirkt irgendwie moderner, als ich mir das vorstellen könnte. Irgendwie, das könnte auch in der heutigen Komödie sein, dass so der Typ ihn einerseits boxt, weil er halt gegen die Polizei ist, aber dann trotzdem immer sagt, ja, aber ich bin eigentlich ein großer Fan von dir und so. Also irgendwie hat das so ein, ich habe da so ein Beispiel im Kopf, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. Ist auch egal, keine Ahnung. Fand ich super. Egal, also ich glaube, wir schwelgen hier alle in Begeisterung, müssen aber trotzdem irgendwann mal zum Ende kommen. Schade, ich schaue mir gleich nochmal an. Du darfst ihn dir gerne nochmal anschauen. Also niemand verbietet dir das. Aber ich würde jetzt gerne Punkte vergeben, auch wenn das echt schwer ist. Weil eigentlich muss ich 2x5 geben und das tue ich auch. Aber? Naja, ich meine, ganz ehrlich, der hat so viele Jahre überlebt und ist jetzt mehr oder weniger, der wird eigentlich in einem Museum stehen müssen und da bewundert werden müssen. Und ich meine, die Verschwörungstheorie, da braucht man jetzt gar nicht drüber reden, die ist ja... Klassisch. Ja. Also ich gebe dem Film 5 Punkte und der Verschwörung 4. Kurz, toller Film. Ich fühle mich jetzt mit meinem Julian irgendwie ein bisschen schlecht. Aber naja, okay. Musste nicht. Warum fühlst du dich schlecht? Warum fühlst du dich schlecht? Was? Na, ich habe irgendwie das Gefühl jetzt, weil der Paul den besten Film ausgewählt hat. Ach so, und ich wahrscheinlich mit einem der schlechtesten jetzt hier heute, dass ihr mich jetzt loswerden wollt und der Paul jetzt meinen Platz einnimmt. Die fiese Schlange. Also ich werde mal heute Zuländer nochmal anschauen. Nimm das, Paul, nimm das. Ja, aber vielen Dank für die Wahl. War wirklich schön, ihn nochmal zu sehen. Wirklich ein Meisterwerk und ein Filmklassiker, wie er im Buche steht. Eigentlich müssen wir den tatsächlich auch befehlen. Wir befehlen unseren Zuhörern viel zu wenig. Das ist, wir sind immer diese netten drei vom Lustgipfel und dann... Ja, wir müssen jetzt einmal hier so, ihr hört uns jetzt seit 25, jetzt tut uns mal einen Gefallen und schaut euch den dritten Mann an. Wäre es nicht ein besserer gefallen, wenn die mal kommentieren würden oder so? Und kommentiert uns dann, dass ihr nie wieder Befehle von uns nehmen werdet, weil ihr uns sonst zu Tode fisten werdet. So, wie es okay, halt. Okay, jetzt man merkt, es wird später. Ne, es ist halt bei Kommentaren, ist es so.
Da wird nicht so, ich mag dich nicht, du doofer Doofi, sondern da wird gleich gedroht mit Haus, Hof und ich schieb dir deinen Hund in den Anus. Ich hoffe sehr, dass du einen Chihuahua hast. Ja. Ah, der Hund, das ist auch schön. Also ich finde den Film großartig. Komm mal zu meinem Fazit, okay? Sehr schön, wie der Baron Kurz erst diesen Hund auf dem Dings hat und dann kommt dieser Arzt später. Sehr schön, sehr schön. Da gibt es ja auch sehr gute Analysen, zum Beispiel dieser eine Arzt, zu dem man dann, glaube ich, geht, der dieses Zimmer voll mit so Kunstschätzen hat, wo dann auch irgendwie, der ja auch eventuell sich unter den Nazis ganz viele Sachen unter den Nagel gerissen hat und so. Ganz, ganz viele politische Deutungen. Der bernsteinfarbene Arzt. Bernsteinfarbener Arzt. Das war doch schwarz-weiß alles. Egal. Nein, keine Ahnung. Ich mach's kurz. Ich gebe dem Film 8 von 5 Punkten und die Verschwörung. Ich weiß gar nicht so recht. Ja, ich finde es immer witzig. Ich hatte jetzt auch schon wieder, immer wenn ich ihn schaue, denke ich mir, was nochmal mit dem dritten Mann? Und dann so, wie wird das nochmal aufgelöst? Wer war eigentlich der dritte Mann? Keine Ahnung. Ach, ich finde alles großartig. Ich gebe einfach mal 2 mal 5 von 5 und ja, schaut's mal an. Am besten. Ja, ich schließe mich da an. Bei der Verschwörung gebe ich einfach mal 4,5 von 5, weil es bestimmt noch irgendeine Verschwörung gibt, die noch ausgefallen oder was weiß ich ist. Aber ich mag den auch sehr gerne. Ja, die Verschwörung geht eigentlich auch ein bisschen darum, dass diese ganzen Leute, die halt da, also diese ganzen skurrilen Leute, die nur kurz auftauchen, die aber alle so charismatisch und geil sind, aber die stecken halt alle mit ihm unter einer Decke und profitieren halt von seinen bösen Geschäften, deswegen decken sie ihn halt alle. Deswegen ist es schon eigentlich alles sehr durchdacht und sinister und so. Menschen da verbandelt sind miteinander. Ja. Und wie viele das Maul halten müssen. Man muss ja die Verschwörung immer daran bewerten, wie viele Leute müssen das Maul halten, dass es nicht rauskommt. Dass Attila Hildmann nicht rausfindet, dass diese Verschwörung stattfindet. Und je mehr Leute das Maul halten müssen, desto schwerer ist eine Verschwörung, aber desto genialer ist sie auch, wenn sie durchgesetzt wird. Und diese Erklärung bringst du jetzt an, nachdem wir allen Verschwörungen hier eingerankt haben. Ja, deswegen würde ich sagen, im filmischen Bereich sind, glaube ich, würde ich sagen, die unüblichen Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen. Ganz weit vorn bei mir, aber egal. Ja, Leute, dann kommen wir zum Ende, oder? Vermessen wir unsere Füße und lauschenst du, wir uns für die wahrscheinlich letzte reguläre Horst-Folge in diesem Jahr das Thema aufdrückt. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich dachte mir, boah, Weihnachtszeit ist immer etwas stressig und wir alle haben in den letzten paar Wochen echt viele Filme geguckt und da viel Zeit für abgezwackt. Deswegen habe ich ein Thema genommen, was uns jetzt nicht so viel Zeit fürs Gucken erfordern wird. Und es geht nicht um Filme. Wir machen das nächste Mal folgendes Thema. Es heißt, wie Großes auf dem kleinen Schirm einst begann. Pilotfolgen von Serien, die wir toll finden. Wie? Pilotfolgen von Filmen, Pilotfolgen von Serien, die wir toll finden. Wir hatten da Vögel an. Warum höre ich gerade da Vögel zwitschern? Wer vögelt da? Das habe ich gerade hier auf dem Tisch stehen gehabt. Was denn? Du hast Vogelgezwitscher auf dem Tisch stehen? Du hast Vogelgezwitscher auf dem Tisch stehen? Wie sieht das aus? Bist du Gott? Gibt es das in der Dose oder was? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, ich wollte ein bisschen für Atmosphäre sorgen, während du dein Thema vorliest. Ich habe das Weihnachtsgeschenk für meine Eltern, das ist eine sogenannte Zwitscherbox. Gab es irgendwie vergünstigt am Senninger Tor? Das ist ein Bewegungsmelder. Twittern für Silberstein. Und zwitschern immer los. Dann kann man dann auf dem Klo immer zwitschern hören. Egal, Entschuldigung, Stu. Aber ich wollte einfach, hat mich jetzt gefreut ein bisschen. Oh fuck. Aber jetzt, du meinst, oh Gott, das ist ja wirklich crazy. Das ist ganz einfach. Also es muss kein... Einfach. Es muss aber kein Spielfilm Folgen von Serien, die wir toll finden. Ich weiß schon. Aber es gibt ja auch Filme, TV-Serien, die dann zu einer Serie geworden sind. Pilotfolge. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber es gibt ja auch Filme, also zweistündige Spielfilme, die dann danach eine Serie nach sich gezogen haben. Oder aber von Pilotfolge. Genau, okay. Also Staffel 1, Folge 1. Ganz genau.
Yeah, kapiert. Geiler Max. Hui, das ist aber schwierig. Ich bin ja nicht so der Seriengucker, muss ich sagen. Ja gut, dann wenn du nur eine Serie kennst, dann musst du die nehmen. Der macht die Ausnahme. Der Anhebelinstraße. Ja, die Sesamstraße. Ja. Na gut. Es ist unungewöhnlich. Es ist übrigens spannend. Das einzige Serienthema in unserer mittlerweile über 530 langen Liste. Ja? Mhm. Aber ich dachte mir, das ist, kann man schön machen und einfach machen und schnell machen vor allem, zumindest das Gucken. Mhm. Ist und raus jetzt hiermit. Mhm. Und bin ich mal gespannt. Ja, die kennt ihr dann wahrscheinlich eh schon. Aber ist geil. Ist naja. Sehr schön. Somit bedanken wir uns jetzt alle brav bei Paul. Ja, danke. Dass er hier war und seine Teilnahme und den besten, dass er hoffentlich jetzt einen guten Heimweg hat. die Spesen gehen natürlich an die Brill. Und ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ja, es war sehr schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Darfst du uns gern weiterempfehlen, auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis. Ansonsten wäre es auch nett, wenn du deinem Bundestagsabgeordneten einen Brief schreiben würdest. Ja, Stu, Andi, habt ihr noch was? Ich fand es auch wieder sehr schön heute. Ich fand es auch nett mit Paul, trotz einiger Diskrepanzen. Aber der Junge ist halt noch jung. Ne? Also der ist halt noch ein ungeschliffener Diamant. Und der ist halb so alt wie ich, fällt mir gerade auf. Paul könnte mein Sohn sein. Ja, er könnte auch mein Sohn sein. Also. Und trotzdem hat er den besten, ältesten Film heute ausgewählt. Ich bin er kommt leider nach seinem Vater. So. Nee, es war sehr schön. Ich bedanke mich. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal von meiner Seite aus. Ja, ich sage auch tschüss. Ich freue mich schon auf unsere letzte Ausgabe. Und dann starten wir ganz erfrischt und gute gelaunt in das neue Jahr 2021 bald. Jo. Krass, krass, ey, krass, ey. Also, bis denn. Tschö. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!